Mal selbst nicht, ob es stehen bleibt oder ob es nachschmeißt. Das sorgt dann für Stimmung. Ja, wir fangen mal an. Ich glaube, vielleicht schneidet noch der ein oder andere rein. Ich freue mich auf jeden Fall ganz arg, Sie hier im Haus der Bauern begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Jennifer Schuler. Ich mache beim BLHV unter anderem dieses Winterveranstaltungsprogramm, für das Sie heute auch hier sind. Das ist nämlich eine unserer Veranstaltungen. Es liegen auch noch welche draußen. Also ich glaube, 3 Veranstaltungen kommen noch oder 4 in diesem Winter. Ja, und darf heute ganz herzlich den Herrn Professor Kuhnle begrüßen. Die Vorstellung lasse ich Ihnen. Aber ich freue mich ganz arg, dass es heute geklappt hat. Die Frau Merz von der Bauernzeitung und wir Landwirten hatte eben einen Vortrag von ihm bei der Forst Live gesehen und dann haben wir entschieden, das wäre super, wenn wir da was gemeinsam machen könnten. Von dem her freue ich mich ganz arg, dass Sie heute hier sind. Genau. Dann haben wir schon 2 Zuhörer und Zuhörerinnen, die das kennen. Der Herr Reiser hat es nämlich auch schon gehört. Schönen guten Abend. Ich stelle mich mal ganz kurz vor, nachdem das angekündigt war. Mein Name ist Kuhnle, Ulrich Kuhnle. Und das mache ich in der Reihenfolge, weil mein Büro, ob Sie es glauben oder nicht, die Nummer 007 trägt. Ich bin an der Forstlichen Versuchsanstalt, an der Abteilung Waldwachstum und in dem Büro habe ich die Lizenz zum Bäume messen. An der Versuchsanstalt beschäftigen wir uns mit vielen Sachen. Ich bin in dem Bereich, der so für Waldbau und das Wachstum von Bäumen zuständig ist und ob Sie es glauben oder nicht. Aber wir beschäftigen uns in letzter Zeit natürlich auch etwas, sogar ziemlich etwas viel, mit den Fragen, was macht denn so Umwelt, Klimawandel mit unseren Wäldern und unseren Bäumen. Davon würde ich Ihnen gerne heute Abend etwas erzählen. Kann man natürlich endlos lang reden. Ich habe für heute mitgebracht, ich erzähle Ihnen, was man so bei der Baumartenwahl vielleicht berücksichtigen könnte oder was es da das eine oder andere Neue gibt. Und dann auch noch die Frage, was kannst du im Klimawandel so in Waldpflege machen, das dem Wald vielleicht etwas auf die Sprünge hilft. Wenn man sich anschaut, Wald und Klima und vom Klimawandel redet, dann hilft manchmal ein Blick etwas zurück, weil dann stellt man relativ fest, dass sich bei Klimawandel der Wald schon ziemlich oft geändert hat. Und zwar gut nachbildbar in der Zeit nach den letzten Eiszeiten. Da waren die Gletscher da, da wo es eisgelegen ist, waren keine Bäume. Dazwischen drin, das war der größere Teil, war so kalt, da waren auch keine Bäume. Und nachdem die Gletscher weg waren, ist dann allmählich der Wald wieder gekommen. Und wie der da so eingewandert ist, so schauen wir uns mal an, was da so alles passiert ist. Zeitlich deckt es so etwa den Zeithorizont von diesen mammutreitenden Förstern bis zu den Förstern ab, die heute im Cabrio spazieren fahren. Also man sieht, außer dem Personal hat sich auch der Wald etwas verändert. Wir reden über eine Zeitspanne von, je nachdem wie man es rechnet, so 12.000 bis 15.000 Jahre, in der, nachdem die Gletscher weg waren, der Wald zurückgekommen ist. Das Klima war in der Zeit alles andere als konstant. Die Temperaturen sind rauf und runter gegangen. Das ist da links abgebildet mit dieser sogenannten Temperaturanomalie. Das gibt an, wie stark die Temperatur von langjährigen Mittelwerten abweicht. Und wenn man so mal grob der Daumen drauf hält, dann ist in der Zeit, in der der Wald nach den letzten Vereisungen zurückgekommen ist, die Spanne der klimatischen Temperaturschwankungen um 2 Grad etwa gelegen. Das klingt nach wenig, war aber relativ viel. Und in Abhängigkeit, wie sich die Temperaturen, Niederschläge entwickelt haben und wie leicht die Bäume mit ihren Samen sich verbreiten konnten, sind dann so allmählich die verschiedenen Wälder entstanden. Zunächst mal war es relativ kalt, sind also Bäume gekommen, die mit Kälte gut ausgekommen sind und die mit sehr rohen Böden, nicht sehr weit ausgeprägten Böden zu Rande gekommen sind. Außerdem haben sie leichte Samen gebraucht, um sich schnell zu verbreiten, waren überwiegend so Birkenkiefern, das was man heute so aus nordischen Wäldern kennt. Dann wurde es etwas wärmer und dann hat sich in ganz Mitteleuropa die Hasel ausgebreitet. Und zwar die Haselnuss, der Haselstrauch. Hat sich wohl leicht verbreitet, kam mit der Wärme klar, keine konkurrenzkräftigen anderen Baumarten. Und dann haben wir über mehrere tausend Jahre einen echten Nutella-Wald hier gehabt. Außer Hasel nicht viel los gewesen. Dann wurde es noch wärmer. Eigentlich die wärmste nacheiszeitliche Periode, das sogenannte Atlantikum. Dort sind weitere Baumarten nachgewandert. In der Zeit hat es überall Mischwälder mit Eichen gegeben. Korrekterweise heißt die Zeit eigentlich die Eichenwaldzeit.
Aber dann denkt man immer, das waren alles Eicherwälder, wo was anderes dabei war. Und genau das war nicht der Fall. Da waren viele Baumarten, Ulme, Linde, Esche, Eiche, sehr unterschiedliche Waldgesellschaften und überall waren Eichen mit dabei. Es waren also nicht Eichenwälder mit ein bisschen was anderem bei, es waren Wälder und überall waren Eichen mit dabei und weil sie überall mit dabei waren, nennt man das die Eichenmischwaldzeit. Nach diesem Atlantikum wurde es wieder kühler und die Buche ist dann eingewandert und hat, weil sie unter den klimatischen Verhältnissen, die wir etwa bis Mitte des letzten Jahrhunderts hatten, ist die Buche, die konkurrenzfähige Baumart, hat sich überall ausgebreitet. Und bevor es dann so ab den 70er, 80er richtig warm geworden ist bei uns wieder, haben wir in Mitteleuropa in einer echten Buchenwaldzeit gelebt. Hat man das überall gesehen, weil durch menschliche Aktivität der Wald an anderen Stellen sich ein bisschen verändert hat. Aber von Haus aus wären es überwiegend Buchenwälder gewesen, mit gelegentlich eingemischten Eichen. Also verschwunden war sie nicht, aber sie war keine herrschende Baumart. Was man leicht dran sehen kann, ich hätte es auch so kurz machen können, wenn sich das Klima in der Vergangenheit geändert hat, und zwar wenn es sich ausreichend stark verändert hat, dann hat sich eigentlich auch immer die Baumartenzusammensetzung vom Wald verändert. Die Frage ist, wie geht das weiter? Mal hier eine Grafik, die Sie in der oder ähnlicher Form wahrscheinlich schon öfters gesehen haben. Das ist die durchschnittliche globale Temperatur in Bodennähe, also in den Luftschichten, in denen Pflanzen, Bäume wachsen, in denen auch wir spazieren laufen. Und da sieht man so etwa bis Mitte 20. Jahrhundert, 50er Jahre, eiert es so um Mittelwert rum. Da ist nicht viel passiert. Mitte der 50er Jahre, letztes Jahr hat es angefangen anzuziehen. Man kriegt es relativ leicht mit der industriellen Revolution, zunehmende Ausstoß von Kohlendioxid und damit Erwärmung der Atmosphäre zusammen. Und die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Genau wissen tut es niemand. Aber man kann schon sich Vorstellungen machen, was passiert, wenn bestimmte CO2-Mengen, Kohlendioxidmengen in die Luft gepustet werden. Was passiert dann mit der Temperatur an der Erde? Weil man es nicht genau weiß, sind es nicht echte Prognosen, sondern das sind diese vielgerühmten Szenarien. Man spielt durch, was wäre, wenn Menschen dieses und jenes tun, was passiert dann mit der Temperatur. Ich habe Ihnen hier drei mitgebracht. Das sind Szenarien, die heißen RCP, deshalb, weil es mit der Kohlenstoffkonzentration zu tun hat. Dann kommen da hinten noch so Zahlen, 4, 5, 2, 6, 8, 5. Das gibt an, um wie viel mehr Energie pro Quadratmeter Erdoberfläche runterkommt im Vergleich zu vorindustrieller Zeit. Also dieses RCP 2,6 heißt, da sind jetzt 2,6 Watt pro Quadratmeter mehr Einstrahlung, mehr Wärme auf dem Boden da, als in vorindustrieller Zeit, also so Anfang 20. Jahrhundert. Das habe ich gleich wieder zugedeckt in Grau. Brauchen wir gar nicht angucken, sind wir schon lang drüber. Dann gibt es dieses Szenario 4,5, das ist ein relativ optimistisches. Da hat man angenommen, dass Menschen ab jetzt alles tun, was man rational und technisch machen kann, um die CO2-Ausstöße zu reduzieren. Das flacht dann so etwas ab und dann gibt es da oben eins, das rauscht da weg, das 8,5er, wo man sagen wird, brauchst du eigentlich nicht angucken, ist irgend so extrem, wird ja schon nicht passieren. Tatsächlich, dieses Szenario, das ist einfach weiter wie bisher. Das ist gar nichts Extremes. Weiter wie bisher. In Wirklichkeit pushen wir mehr CO2 raus, als im weiter wie bisher. Und obwohl ich jetzt niemand weiß, ob wir Ende des Jahrhunderts wirklich da oben ankommen bei den Temperaturen, tun wir im Wald gut daran, uns zu überlegen, wie gehen wir mit Wäldern um, dass sie Ende des Jahrhunderts, wenn es denn so kommen sollte, mit diesen Temperaturen auch noch zurechtkommt. Allerdings können wir die Wälder auch nicht 100% darauf einstellen, denn wenn es wieder erwarten, kann ja passieren, hier landet und du hast dann eine Baumart, eine Waldzusammensetzung, die diese hohen Temperaturen braucht, es ist aber nicht so warm, hast auch nichts gewonnen. Also gucken, wie könnte es werden, ohne sicher davon auszugehen, dass es auch so wird. Das ist ein bisschen ein Spiel, ich weiß, ist keine einfache Lösung, aber es ist kein einfaches Problem und deshalb gibt es auch keine einfache Lösung dazu. Und in die Vorstellung zu geben, was das heißt, das sind die 2 Grad Temperaturabweichung, klimatische Temperaturabweichung, die die nacheiszeitliche Waldentwicklung erlebt hat. Das, was bis Ende des Jahrhunderts vor uns steht, ist mehr und schneller. Also da wird sich was tun. Deshalb
Das Klima ändert sich, das wird sich auch die nächsten Jahrzehnte noch ändern, weil das CO2, das wir jetzt in die Luft pusten, macht die Temperatur in 20 Jahren. Das heißt, wenn wir halt sofort aufhören, mehr CO2 in die Luft zu pusten, ich meine jetzt nur mir, sondern weltweit, nämlich wurscht, wo das in die Luft geblasen wird, dann geht es 20 Jahre lang immer noch weiter aufwärts. Deshalb, das Klima ändert sich im Moment, es wird sich auch weiter ändern und deshalb wird sich auch sicher die Baumartenzusammensetzung bis Ende des Jahrhunderts ändern. Wer das nicht glauben mag, der kann gerne auch einen Osterhasen und einen Weihnachtsmann glauben. Das wird sich ändern. Die Wälder Ende des Jahrhunderts werden bei uns sicher anders aussehen, als wir das heute gewohnt sind. Genau können wir es nicht sagen, aber sie werden sicher nicht so aussehen, wie wir das heute gewohnt sind. Und deshalb ist es notwendig, sich Gedanken zu machen, wie anpassungsfähig sind denn die Baumarten, die wir haben. Wenn es wärmer wird, kommen die ins Schwitzen. Und da wird sich vielleicht der eine oder andere schon mal überlegen, ob man da die Koffer packt und sich dahin bewegt, wo die Umweltbedingungen günstig sind. Dabei ist die Frage, wie schnell können denn Baumarten wandern? Denn sie erinnern sich, nach Eiszeit, kein Wald da, dann kamen die Baumarten zurück. Die können schon wandern. Da läuft der Baum zwar nicht so wie hier schön auf dem Cartoon, aber natürlich können sich Baumarten verschieben und wandern. Wenn man diese Klimaveränderung in dem 8,5er-Szenario umrechnet, also von Temperatur auf wie verlagert sich das, dann kann man im Prinzip sagen, dass wir davon ausgehen, dass sich die Klimazone bis Ende des Jahrhunderts in Mitteleuropa um etwa 500 Kilometer nach Norden verschiebt. Also hier im Süden wird es wärmer, im Norden wird es wärmer und im Prinzip ist Ende des Jahrhunderts im Norden 500 Kilometer weiter im Norden das Klima, das jetzt hier ist, umgerechnet würde. Das heißt, Hamburg hat dann etwa Freiburger Klima. Kann ich nur sagen, Glückwunsch an die Hamburger. Wer mal länger in Hamburg war, weiß, die könnten Freiburger weiter gut gebrauchen. Die zweite Frage ist, kommen Baumarten da mit? Da muss man Vorstellung haben, wie schnell ist denn die natürliche Wanderungsgeschwindigkeit von Baumarten? Weiß man nicht ganz genau. Aber man kann aus dieser nacheiszeitlichen Entwicklung mit Temperaturveränderungen und Ausbreitungszonen von den Bäumen zumindest rekonstruieren, wie schnell die damals etwa gewandert sind. Und je nachdem, wie man das rechnet, man kommt da nicht ganz genau raus, aber es gibt so einen Rahmen, ist diese nacheiszeitliche Wanderungsgeschwindigkeit eine Größenordnung von 10 bis 50 Kilometer im Jahrhundert gewesen. Bis Ende des Jahrhunderts haben die 500 Kilometer vor sich. Was wir nicht wissen, ob die schneller gewandert wären, wenn der klimatische Druck damals höher gewesen wäre. Es ging ja langsamer. Das weiß man nicht. Das können sie. Mutmaßlich schaffen sie nicht das Zehnfache. Und deshalb, wenn man gar nichts macht, wird sich der Wald in seiner Baumartenzusammensetzung, ich sage mal vorsichtig, nicht ruckelfrei von sich aus anpassen. Das kriegen die nicht nachgewandert. Deshalb, jetzt tue ich ein bisschen klugscheißern, aber ich übersetze es auch gleich wieder, deshalb gehe ich davon aus und die meisten meiner Kollegen auch, dass wenn man nicht möchte, dass das ruckelt, dass in Zukunft das, was in der Wissenschaft gerne Human-Assisted Migration genannt wird, etwas mehr, Klammer auf, wieder, Klammer zu, stattfindet. Dahinter steckt nämlich nichts anderes als das, was Sie auf dem alten 50-Pfennig-Stück sehen, das Pflanzen von Bäumen an Stellen, wo sie im Moment noch nicht vorkommen. Also man wird die Sache nicht technisch lösen können, aber die Wanderungsgeschwindigkeit kann man etwas unterstützen, indem man Bäume künstlich etwas mehr dort anpflanzt, wo in Zukunft andere klimatische Bedingungen erwartet sind. Deshalb wichtig, ich glaube, ich bin sicher, wenn man die Wälder an die Klimaveränderung anpassen möchte, werden wir mehr pflanzen müssen, als wir das die letzten 20, 30, 40 Jahre getan haben. Um Ihnen mal eine Vorstellung zu geben, was sich da in Baden-Württemberg so tut, ist hier mal das Land, wir hocken irgendwo da hin, ne? Das Land umgerechnet in Klimazonen. Sie sehen hier die Begriffe Hochmontan, das ist das hohe Bergland am Feldberg oben, runter übers Bergland, untere Bergland, Hügelland und die Rheinebene, wird eigentlich nicht über Höhestufe definiert, sondern es geht hier über Temperaturen. So sieht es im Moment aus. Je röter es wird, mit Ausnahme von diesem Magenta-Zeug, das ist das ganz kalte, umso wärmer wird es. Das sind die heutigen Klimaverhältnisse, oder sagen wir, heute ist falsch. Es sind die klimatischen Verhältnisse, die so alte Hansel und ich wie ich gewohnt sind. Da sind wir aufgewachsen, das denken wir, ist normales Klima. Ist schon nicht mehr, aber das denken wir, ist normales Klima. Also es wird zunehmend rot, wärmer. Sehen Sie die Rheinebene da hinten?
die ist heute sehr, sehr warm. Wenn man das optimistische Szenario nimmt, das da in der Mitte war, dann stellt sie fest, da verändert sich was. Es wird mehr Orange, mehr Rot. Und im Rheintal sehen Sie, da an diesem braunen Ding, da kommen klimatische Verhältnisse dazu, die gibt es in Deutschland so im Moment gar nicht. Es ist wärmer als das, was Sie irgendwo in Deutschland kennen. Und wenn man da noch eins weitergeht, das realistische Szenario Ende des Jahrhunderts, dann sehen Sie, da wird es ganz rot, mit wenigen Ausnahmen, in Hochlagen ist es ziemlich warm. Das ist dann überwiegend diese Klimate, die so kolin, planar und wärmer sind. Und wenn Sie mit den Fachbegriffen nichts anfangen können, das ist Weinbauklima und wärmer. Eigentlich nicht schlimm. Mein Gott, dann hast du natürlich der Gutedel irgendwo in der Feldberglage oder für die Schwabe der Trollinger oben am Lemberg. Das klingt jetzt nicht so schlecht, aber für die Bälder ist es schwierig, weil da zwei Baumarten richtig große Probleme haben. Fichte und Tanne sind als wichtige führende Baumart im Weinbauklima einfach nicht geeignet. Und es ist deshalb nicht so lustig, weil sie im Moment, obwohl gerade relativ viele ausgefallen sind, je nachdem, wie man es rechnet, noch ein gutes Drittel oder knapp die Hälfte vom Wald in Baden-Württemberg ausmacht. Die kriegen Probleme, wenn sie sie nicht schon haben. Um zu wissen, wo es mit den Bäumen wirklich schwierig wird, versuchen wir in der FAA rauszukriegen, in welchem Rahmen sind Bäume anpassungsfähig an Klimaveränderungen. Das ist das, was alle Bäume mögen. Es ist relativ warm, es ist Sonnenschein da, es fällt Regen runter und da können die wachsen, wie sie wollen. Temperaturerwärmung heißt, es wird wärmer. Die Niederschläge wandern eher im Winterhalbjahr ab, wo man es nicht so braucht. Und da haben wir das wieder und die würde vielleicht gerne weglaufen. Das können sie aber nicht. Das heißt, die Bäume bleiben stehen, die Verhältnisse sind nicht mehr optimal. Und jetzt ist wichtig rauszukriegen, bis zu welchem Grad können die Bäume noch klarkommen, können wir forstlich was mit ihnen anfangen und ab wo müssen wir anfangen, in die Baumarten zu wechseln, weil die Baumarten das nicht mehr aushalten. Dazu gibt es ein Verfahren, das mit dem etwas sperrigen Titel Baumarteneignungsmodellierung 2.0 firmiert. 2.0 deshalb, weil es gibt natürlich dann auch eine Version 1.0. Das ist die im Moment geltende Version. Da versuchen wir die Baumarteneignungsbeurteilung systematisch für den Wald in Baden-Württemberg zu machen. Da werden vier Kriterien beurteilt. Konkurrenz, Pfleglichkeit, Stabilität und Leistung. Und zwar jeweils mit einem Erfüllungsgrad 1, 2, 3. Gute Erfüllung ist 1, ganz schlechte Erfüllung 3, irgendwo in der Mitte ist 2. Diese etwas merkwürdige 1, 2, 3-Stufung kommt daher, weil da sehr unterschiedliche Kriterien nachher miteinander verrechnet werden. Sie sehen das hier drunter. Zum Beispiel, bei der Konkurrenz wird angesprochen, ob der Baum an dem Standort, um den es dann da geht, die Baumart sich kräftig verjüngt, ob die Verjüngung relativ problemlos möglich ist, ob sie schwierig ist. Kräftig verjüngt 1. Schwierig 3, möglich, aber nicht ganz unproblematisch 2. Und so sind diese ganzen Kriterien immer übersetzt in die Bandbreite 1, 2, 3, sodass man sie nachher verrechnen kann. Das ist ziemlich kalter Kaffee, was Sie hier sehen. Das wird schon lange gemacht. Standardskartierung macht das schon lange. Allerdings, unsere Altvorderen, die wussten zwar, Klima ist nicht stabil. Wer sich mit Wald beschäftigt, weiß das allein wegen dieser nacheiszeitlichen Waldveränderung. Aber man ist davon ausgegangen, dass der klimatische Wandel so langsam ist, dass er für forstlich relevante Zeiträume, also 50, 100, 150 Jahre, nicht wirklich durchschlägt. Deshalb hat man die Baumarteneignungsbeurteilung einmal gemacht und gesagt, das langt jetzt für den Rest vom Bestandesleben. In der Zwischenzeit weiß man natürlich, stimmt nicht. Zumindest der klimatische Umweltwandel und der Nährstoffeintrag, vor allem Stickstoffeintrag, ändert sich so schnell, dass du nicht annehmen kannst, es ist über 50 oder 100 Jahre stabil. Deshalb ist ein Teil von diesen Kriterien mit Modellen in der Zwischenzeit abgebildet, das sagt, wo mein Kollege dazu sagt, die sind umweltdynamisiert. Das heißt, es sind Modelle, die kann man rechnen. In diese Modelle kann man Veränderungen der Umwelt reinstecken und dann ausrechnen, was bei bestimmten Sachen passiert. Also das Spiel, was wäre, wenn es wärmer wird? Was wäre, wenn die Windgeschwindigkeit zunimmt? Was wäre, wenn die Stickstoffeinträge zunehmen? Und dann wird es rausgerechnet. Deshalb kann man die Szenarien einstellen. Das, was Sie hier in Rot sehen, das sind die einzelnen Kriterien, für die es solche Modelle gibt. Lange nicht für alle Kriterien, aber für ein paar. Ich zeige Ihnen welche. Sturmmodell kann man durchspielen. Was passiert bei Umweltveränderungen?
Dann gibt es ein Modell zu Trockenstress, das schätzt ab, wie viele Tage im Jahr ist so wenig Wasser im Boden, dass Bäume kein Wasser mehr bekommen. Für einen Buchdrucker gibt es ein Modell, wie hoch die Gefährdung durch den Buchdrucker wird, wenn es wärmer oder kälter wird. Dann bildet man da die Artverbreitung ab. Dahinter steckt, man kann in ganz Europa über ein Netzwerk natürlich gucken, an bestimmten Punkten kommt eine Baumart vor, kommt sie nicht vor. Dann kenne ich an dem Punkt Durchschnittstemperatur, Durchschnittsniederschlag. Und dann kann ich die Artverbreitung abbilden, in welchem Temperatur- und Niederschlagskombinationsbereich kommt eine Baumart oft vor, selten vor und gar nicht vor. Das ist dieses Artverbreitungsmodell. Und diese ganzen Dinge werden dann in einem, ganz wichtig, dass ihr das im Detail kennt, in einem Entscheidungsmodell zu einer Stabilitätsziffer zusammengeführt. Das mache ich jetzt nicht deshalb, um Ihnen zu zeigen, wie man das macht, sondern um zu zeigen, das ist nicht aus der Luft gegriffen. Wer will, kann das gucken, wie das gebastelt ist. Und wer die Kriterien anders bewerten will oder andere Szenarien reinschieben will, kann das tun. Da sitzt also nicht jemand da und sagt, komm, Fichte, 16 Grad, ja, das geht nicht. Das ist gerechnet. Und dann gibt es hier noch bei der Leistung zumindest die Bonität, also die Wachstumsleistung von Standorten haben wir auch umweltdynamisch so, dass man klimatische Entwicklungsszenarien und Stickstoffveränderungsszenarien reinspielen kann, um rauszukriegen, wie ändert sich die Wuchskraft von Böden für die Baumarten. Und dann kann man das Ganze umrechnen in Karten. Wichtig ist, diese ganzen Sachen werden räumlich aufgelöst auf etwa 60 mal 60 Meter Kacheln. Das ist nicht wirklich groß. Das wird nicht für Baden-Württemberg, sondern das Ding wird für Einheiten 60 auf 60 Meter, genau sind es 62,5 auf 62,5 Meter, wird es ausgerechnet, die Baumarteignung beurteilt und dann kann man das in einer Karte abbilden. Und jetzt sehen Sie mal für Baden-Württemberg diese Karte. Überall, wo Farbe ist, stecken diese 60 mal 60 Meter Kacheln dahinter. Je grüner, je dunkelgrüner, umso besser geeignet und je gelber und röter, umso weniger geeignet für die Baumart ist das. Hier ist abgebildet die Fichte. Wichtig, das sage ich immer wieder, wenn diese Karte kommt, diese Baumarteneignungskarten bilden die Eignung als führende Baumart ab. Das heißt, da kannst du die Baumart mit mehr als der Hälfte vom Bestand benutzen. Wenn Sie hier rot sehen, kommt nachher noch, heißt es nicht, die Baumart stirbt aus. Das wäre mir wichtig. Aber rot heißt, benutze bitte nicht mehr als führende Baumart. Ja? Deshalb, das ist manchmal ein bisschen schwer zu verdauen, weil die Karten, ich warne Sie gleich mal vor, die werden ziemlich rot. Da denken wir, oh, das kann ja nicht sein, dass Fichtentanne bei uns aussterben. Nee, das werdet Sie nicht. Aber Ihre Eignung als führende Baumart wird hier nur angesprochen. Das ist wichtig. Und Sie sehen, gelb, grün, hellgrün und dunkelgrün, da kannst du sie als führende Baumart noch benutzen. Alles, was dann so orange, rot und magenta wird, eher nicht mehr als führende Baumart. Aber beigemischt geht natürlich immer. Da sitzen wir etwa, da sieht es doch zumindest bis Ende des Jahrhunderts, sah es da gar nicht schlecht aus. Wenn man jetzt das 2100er-Szenario nimmt, da sehen Sie, hoppsala. Das geht von grün landesweit ziemlich nach rot. Und das sieht jeder, die Fichte steht bei uns in Baden-Württemberg, wenn Sie so wollen, klimatisch gesehen am Abgrund im Moment. Und Ende des Jahrhunderts ist ein Schritt weiter, aber leider in der falschen Richtung. Da geht es runter. Also wir müssen landesweit, ganz wenige Ausnahme, Schwarzwald-Hochlage, mit einer massiv abnehmenden Eignung der Fichte als führende Baumart rechnen. Nicht als aussterbende Baumart, ist mir ganz wichtig. Aber als führende Baumart, wenn du mit wirtschaften willst, solltest du weg von ihr. Gut, Schwarzwald. Da gucken wir uns nochmal an, was ist mit der Tanne los. Weil die Tanne ist ja dann lange Zeit so als der Heilsbringer gehandelt worden. Wenn es die Fichte nicht tut, dann nehmen wir halt Tanne, dann klappt alles. Hier sehen Sie Tanne. Grün, alles gut geeignet. Das ist so etwa Mitte des Jahrhunderts, 2050. Von jetzt aus gesehen sind es noch 27 Jahre. Ist gar nicht so schrecklich lang. Da wird es schon deutlich gelber, auch in diesem Bereich. Und Ende des Jahrhunderts wird es rot. Auch bei der Tanne eine abnehmende Eignung als führende Baumart, wenn auch nicht ganz so massiv wie bei Fichte. Die Tanne bleibt für hohe Lage und für die mittleren Lagen noch eine halbwegs akzeptable Baumart, aber sobald es eine tiefere Lage geht, nicht mehr als führende Baumart. Und ich wiederhole mich wie eine Gebetsmühle, heißt nicht, dass sie ausstirbt.
diese Baumartereignungskarte, die so systematisch gerechnet sind. Es gibt es bisher für 4 Baumarten: Fichte, Tanne, Buche, Eiche. Um genau zu nehmen, wir haben es nur für Traubereibicheiche gerechnet. Aber die Unterschiede zur Stieleiche sind mit Ausnahme im Auewald, wo die auf dem Grundwasserstandort stehen, so klein. Eiche ist da Eiche, Pflaumeiche was anderes, aber von der haben wir im Moment noch nicht so viel. Die gibt es für diese Baumart und das kann man jetzt landesweit bilanzieren. Hoppsa. In der Farbgebung ist hier grün, da wo, in welchem Umfang die Baumart noch als dominierende Baumart, als führende Baumart möglich ist. Orange heißt als wichtige Mischungsbaumart 20% bis zur Hälfte. Rot heißt nicht so richtig gut geeignet. Guck, dass du, wenn du überhaupt haben willst, unter 20% Mischungsanteile hast. Das ist Fichte, das ist Anteil an der Waldfläche. Heute ist es etwa die Hälfte wäre die Fichte noch, sagen wir bis zu den 80er, 90er Jahren, war die Hälfte der Standorte durchaus die Fichte noch als führende Baumart geeignet. Wenn man dann weitergeht, das ist in der Mitte des Jahrhunderts, das ist Ende des Jahrhunderts, da sehen Sie, da nimmt das Rot massiv zu. Und bei allen unseren Hauptbaumarten, wo wir das gerechnet haben, nimmt die Baumarteneignung im Klimawandel ab. Bei allen. Bei den gerechneten. Allerdings ein bisschen unterschiedlich. Bei Fichte und bei Tanne sieht man, dass vor allem diese Kategorie der richtig guten Eignung als führende Baumart massiv einbricht und dafür diese Kategorie dieser geringeren Eignung oder sehr schlechten Eignung massiv zunimmt. Bei Tanne etwas weniger stark als bei Fichte, das haben Sie aber auf der Karte schon gesehen. Bei der Buche nimmt die Eignung auch ab, aber ein kleines bisschen anders. Da nimmt zwar die Supereignungskategorie ab, aber die ganz schlecht, die rote Kategorie, nimmt lange nicht so massiv zu. Das ist eher so Umverteilung zwischen, ist es super, Bumperl ist gut geeignet, bis nicht mehr ganz so gut geeignet. Also von der Superkategorie in die mittlere Kategorie. Deshalb gehen wir davon aus, dass mit Ausnahme von Extremjahren, die es immer wieder gibt, kriegt auch Buche dann mal höher, die Buche bis Ende des Jahrhunderts auf großen Teilen des Waldes, des Landes, noch eine gute, brauchbare Alternative bietet. Kennen Sie halt nicht als Nadelbauholzverkäufer. Das ist jetzt mal eine Bilanzierung landesweit. Wir sind immer noch bei den 4 Baumarten, ne? Fichte, Tanne, Buche, Eiche. Da haben wir mal ausgerechnet auf diesen 60 mal 60 Meter Kacheln, an welcher Kachel ist mindestens eine dieser Baumarten noch als führende Baumart geeignet, dann ist sie grün. Und wenn an der Kachel keine von den 4 Baumarten Ende des Jahrhunderts mehr als führende Baumart geeignet, dann ist sie rot. Da, wo es weiß ist, gibt es derzeit keine Standardskartierung, kann man das nicht rechnen. Man sieht, es ist schön gesprenkelt. Um genau zu nehmen, ist es ziemlich halbe-halbe. Die gute Nachricht ist, auf der Hälfte der Waldfläche ist eigentlich eine dieser 4 Baumarten auch Ende des Jahrhunderts noch als führende Baumart geeignet. Die schlechte Nachricht, auf der anderen Hälfte halt keine mehr. Und jetzt, wenn man dann mit den Kollegen, Kolleginnen oder eben mit Privatwaldbesitzern sich unterhält, ja, wenn ich jetzt wo bin, wo keine von den Baumarten sich eignet mehr, gleich, wo keine von den Baumarten mehr von sich eignet, ja, was machen wir dann, welche Baumart eignet sich denn dann? Dann würde ich als Wissenschaftler sagen, ah, es wart halt nochmal 5 bis 10 Jahre, bis wir die andere Baumart auch gerechnet haben. Das ist super hilfreich, wenn Sie vor einer kahlen Fläche stehen und gerade eben begründen wollen, wenn ich sage, wart mal 10 Jahre. Und natürlich wissen wir auch über mehr Baumarten Bescheid als über die 4. Wir können allerdings nicht alle so systematisch rechnen. Deshalb haben wir uns mal hingesetzt und haben für Baumarten, für die man sich aufgrund der Erfahrung, weil es es schon gibt, ausreichend Fallstudien dazu gibt, gerne auch im Versuchsanbau, wo man das halbwegs beurteilen kann, sie mal einzustufen, wie könnten die geeignet sein. Sie sehen, es ist jetzt viel gröber. Und man sieht auch nur die wärmeklimatische Eignung. Da ist jetzt Standort gar nicht dabei, als ob der Kalk mag oder kein Kalk oder sowas, ist im Moment nicht drin. Und Sie sehen auch keine Temperaturen mehr, sondern das ist da oben aufgedröselt nach Höhenstufen, 200, 200 bis 500 Meter bis zu der Hochlage. Das ist deshalb, weil wenn Sie draußen im Wald stehen, Sie sehen ja nicht, welche Temperaturerwartung Sie Ende des Jahrhunderts haben. Was Sie ziemlich genau wissen, ist, wie hoch der Wald ist, in dem Sie gerade sind, also was die Höhenlage ist. Blick auf die Karte, wissen Sie das. Und die Temperaturverhältnisse hängen in Baden-Württemberg fast 1:1 an der Höhe dran. Also man kann statt Temperatur auch Höhe hinschreiben. Das ist nachher leichter rauszukriegen. Und wir haben das jetzt einfach so aufgegliedert nach den Höhenstufen. Und da ist dann beurteilt, die hier gerechnet, die unteren Reihen gutächtlich. Das Grün heißt als führende Baumart, als Hauptbaumart ist in der Höhenstufe noch geeignet. Orange heißt als wesentliche Beimischung möglich,
also 20 bis 50%. Dieses gestrichelte Orange hier heißt Ende des Jahrhunderts möglich, aber jetzt noch zu kalt. Klassiker ist, wenn Sie hier die Eiche sehen, die Traube und Stieleiche in den Hochlagen, wenn das tatsächlich so kommt mit dieser Temperaturentwicklung, wie sich das im Moment deutlich abzeichnet, dann kann man Ende des Jahrhunderts eine Hochlage problemlos mit Eiche agieren. Aber im Moment ist denen dort noch zu kalt. So ist das aufgebaut. Und da, wo nichts ist, ist einfach, das ist nur da, wo man sagt, ja, also wenn du die Baumart machen willst, dann mischst du halt bei, guck aber, dass es nicht mehr als 20% wird. Sie finden ziemlich viele Baumarten da drin. Was sie nicht finden, das sind so wenig bekannte Exoten, die im Moment gerade durch die Presse immer wieder geistern. Sie finden nicht die Baumhasel, sie finden nicht sowas wie die Zeder, Atlas oder Libanon-Zeder, weil wir davon überzeugt sind, dass wir sie im Moment noch nicht brauchen. Wir haben im Moment so bis Zeithorizont Ende des Jahrhunderts eigentlich noch genügend Baumarten, mit denen wir uns halbwegs auskennen, die man empfehlen kann für die bestimmten Höhenstufen. Allerdings, Sie können davon ausgehen, wenn das so weitergeht und man irgendwann in den 60er, 70er, 80er Jahre Wälder begründet, die dann wieder 100 Jahre in die Zukunft gehen, dann wird es doch das eine oder andere Eck geben, wo wir keine von den Baumarten, mit denen wir uns heute halbwegs auskennen, mehr empfehlen können. Und deshalb versuchen wir heute im Versuchsanbau schon rauszukriegen, was denn theoretisch gehen würde. Ich empfehle Ihnen dringend, vom Anbau solcher Baumarten wie Baumhasel und Zeder in Ihrem eigenen Wald Abstand zu nehmen. Es ist fast garantiert, dass es schief geht. Unsere Versuchsanbauten geht zum großen Teil erstmal schief. Das ist ein ganz teures Unternehmen, würde ich mir an Ihrer Stelle nicht antun. Das sind unbekannte Baumarten. Häufig weiß man nicht, woher das Zeugs kommt und weiß nicht, wie man waldbaulich mit ihnen umgehen soll. Deshalb ist es hochinteressant, sich im Versuchswesen mit solchen unbekannten Exoten zu beschäftigen. Aber für den praktischen Wald draußen, Sie können an ein paar Stellen das ausprobieren, aber tun Sie es bitte noch nicht richtig für reguläre Waldwirtschaft benutzen. Man kümmert sich darum, in 20 bis 30 Jahren hat man mit Sicherheit ein paar Baumarten, die man da zusätzlich empfehlen kann, aber bis dahin vorsichtig damit. Was auch auffällt ist, wenn die Aussichten so unsicher, so unklar sind und viele Baumarten halt nur noch diese mäßige Eignung haben, dass Baumartenmischungen wahrscheinlich eine noch größere Rolle spielen, als sie es im Moment tun. Und was man eben auch sieht, ist, dass die Palette bei den Laubbäumen viel, viel größer ist als bei den Nadelbäumen. Wenn wir mal ehrlich sind, bei den Nadelbäumen sind eigentlich brauchbar, bloß in größerem Umfang Douglasie und Schwarzkiefern. Die Lärche nur Hochlage. Die Kiefer, mittlere und höhere Lage. Deshalb, wenn man Nadelbäume haben möchte, glaube ich, dass wir uns in den nächsten Jahrzehnten bis Ende des Jahrhunderts mit einer Krücke behelfen müssen. So die klassischen nadelbaumgeprägten Bestände, wo die dann in der Umtriebszeit bis 100, 120, 130 Jahre durchgehen, das wird nicht sinnvoll sein, dann ist es nämlich schon viel zu warm. Wir werden, wenn wir uns Nadelbaum mehr noch hertun wollen, sehr stark diesen Zeitmischungen zuwenden müssen. Das heißt, die Nadelbäume sind am Anfang drin, werden schnell dick gemacht und werden dann genutzt, lange bevor der Restbestand hiebsreif ist. Das sehen Sie mal da oben so abgebildet, da haben wir das mal durchgerechnet, für Mischung Buche-Douglasie. Das startet mit reiner Buche, dann pflanzt man 20% Douglasie zu. Die werden bei 60 Jahren rausgehauen und dann hinter raus reine Buche wieder, weil die Stelle, wo die Douglasie drin war, dann entweder macht man wieder Douglasie hin, wenn man es machen will, oder man macht Buche hin. Das hat eben, die Nadelbaumbeimischung ist zeitlich befristet, die muss gar nicht so weit in die Zukunft halten, wie in der Laubholzhauptbestand. Das Ziel ist dann natürlich nur noch Nadelholz ganz stinknormaler mittlerer Qualität und später eine Überführung in den Laubholzbestand. Dann bestehen die alten Bestände aus den risikoärmeren Laubbäumen. Die Zeitmischung der Nadelbäume, die dient der Rohstoffversorgung und die dient der Rohstoffversorgung ihrer Börse mit Geld. Damit verdienen sie das Geld. Und dass das eine ganze Menge ausmacht, das sehen Sie da, Hanne. In diesem Projekt, das wir durchgerechnet haben, haben wir mal geguckt, was macht durchschnittliche Anteil Douglasie als Zeitmischung mit dem Reinertrag eines Buchenbestandes. Hier ist keine Douglas drin,
Hier sind 20%, das heißt 20% über die Zeit sind 40% am Anfang, aber nach 50, 60 Jahren die Douglas raus, ist über die Zeit gerechnet 20%. Der Reinertrag durch eine 20%ige Douglas-Zeitbeimischung, der verdoppelt bis zu fast verdreifacht sich, obwohl es relativ teuer ist. Die in diese Gruppe reinzubringen und sie zu pflegen, macht es, was den Geldertrag des Bestandes ausmacht, einen Riesenunterschied. Und die Douglasien sind nach 50 Jahren wieder draußen. Und in 50 Jahren ist die Klimaerwärmung halt auch nicht so weit, dass es kritisch wird. Deshalb glaube ich, da bin ich fest davon überzeugt, wer Nadelbäume in größerem Umfang haben möchte, kommt um die Methode nicht drumherum. Das sind wir heute nicht so gewohnt. Jetzt habe ich Sie vorher aber abgewürgt, Herr Nödel, wegen einer Sie haben eine Frage gehabt. Zu der einen Karte, was für mich erstaunlich war, der Nordschwarzwald, von dem man ja eigentlich bislang immer sagt, der wäre sogar kühler als die entsprechenden Höhenlagen im Südschwarzwald, war aber tiefdunkelrot auf diesen Baumeignungskarten gewesen. Ja. In den Baumarteneignungskarten mit den zwei Nullern wird ja nicht, das ist nicht nur Klima, was dahinter steht, sondern das, ich habe es ja gesagt, auf diesen 60x60 Meter Kacheln, da wird der Boden, der Standort mitverrechnet. Also Sie sind die Baumarteneignungskarten, beurteilen die Eignung nach Leistung, die ist da mit dabei, nach Stabilität, nach Pfleglichkeit und Konkurrenz. Das ist da mit verrechnet und die Standorte sind nicht so leistungsfähig und deshalb geht die Eignung ein bisschen weiter zurück. Ah ja, okay. Während diese Tabelle, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, die zeigt nur die wärmeklimatische Eignung. Das ist nicht ganz das Gleiche. Okay, soweit zu den Baumarten. Dann kommt natürlich, ich denke, für Sie ist das eine relativ wichtige Frage, was ist mit Durchforstung? Wenn es den Wäldern im Klimastress schon nicht so gut geht, das wird Ihnen wahrscheinlich die eine oder andere Person auch schon gesagt hat, was säbelt ihr denn dann in den Wäldern auch noch rum? Lasst sie doch in Ruhe, dann geht es denen besser. Deshalb muss man sich schon die Frage stellen, rumsäbeln heißt durchforsten, trägt es zur Stabilisierung bei, dann wäre es eine feine Sache, macht es nichts, dann wäre es egal. Oder erhöht es das Risiko, dann sollte man vielleicht doch etwas auf die Bremse treten. Und deshalb würde ich mit Ihnen gerne jetzt die Frage Durchforstung mal angucken. Wir gucken uns an, was für Effekte hat Durchforstung auf die Wasserversorgung von Ihrem Bestand. Was passiert mit der Mischung? Und was passiert mit Risiken? Bei der Wasserversorgung findet man, wenn man die Literatur durchguckt, im relativ weiten Bereich, dass durchforstete Bestände nach Dürrejahren zuwachsstabiler wachsen. Sie sollten das jetzt nicht alles lesen. Das ist ein kleines Sammelsurium von Arbeiten, die der Frage nachgehen, wie entwickelt sich das Wachstum von Bäumen und Beständen nach Dürrejahren in der Reaktion auf Dürrejahren. Das Erste, was natürlich klar ist, im Dürrejahr selber geht der Zuwachs überall runter. Völlig wurscht, wie durchforstet die Bestände sind. Aber was man dann halt findet, nach dem Dürrejahr kommen Bäume in gut durchforsteten Beständen oder ganze gut durchforstete Bestände viel schneller wieder auf normales Zuwachsverhalten zurück als schlecht durchforstete Bestände. Und die Frage ist natürlich, warum ist das so? Und zwar findet sie das von Kiefern im subtropischen Bereich über Laubbäume in unserem Bereich bis zu Fichte und Kiefern im borealen nördlichen Bereich. Eigentlich immer wieder dasselbe. Gut durchforstet, nach Dürrejahren tendenziell zuwachsstabiler. Wunder nicht, aber tendenziell zuwachsstabiler. Und es hat ganz viel damit zu tun, dass die Durchforstung etwas die Wasserversorgung der Bestände verbessert. Ich habe das mal versucht, hier einfach schematisch aufzutragen. Das ist ein geschlossener Bestand, nicht durchforstet natürlich. Wenn es da drauf regnet, bleibt oben in der Krone von den Bäumen was hängen, was wieder zurückgeht in die Atmosphäre, ohne dass es die Bäume nutzen können. Die Fachleute sprechen von der Interzeption. Für uns heißt es einfach, das ist Wasser, mit dem können die Bäume nichts anfangen. Das kommt nicht auf den Boden, das geht wieder zurück in die Luft und keine unserer Baumarten kann über Nadeln oder Blätter Wasser aufnehmen. Das gibt es an ein paar Besteller, gibt es sowas, aber bei uns gibt es das nicht. Deshalb alles, was hier oben als Interzeption weggeht, ist weg, hat der Bestand nichts davon. Und dass Sie jetzt bitte nicht glauben, das sind Erdnüsse. Diese Interzeption macht bei Nadelbaumbeständen 30% vom Jahresniederschlag aus und bei Laubbaumbeständen 20 bis 25. Bei Laubbaumbeständen ist deshalb weniger, weil im Winter ist kein Laub durch, da fällt der Regen dann auf der Boden durch, ist die Interzeption geringer. Was passiert jetzt bei Durchforstung? Also zum einen, da kommen Lücken rein. An den Lücken ist die Interzeption weg, da kommt ein bisschen, ist mir wichtig, ein bisschen mehr Wasser auf der Boden. Nicht weniger, ein bisschen mehr.
Außerdem sind da Bäume weg. Die Wurzelkonkurrenz ist weg. Das heißt, die Nachbarbäume können sich hier mit Wasser versorgen, weil die Wurzelkonkurrenz weg ist. Es kommt etwas mehr Wasser in den Boden und die Wurzelkonkurrenz ist etwas geringer. Deshalb ist an sich die Wasserversorgung verbessert. Was man nachmessen kann, ist in diesen Beständen mit diesen Lücken, ja, da drin wird es etwas wärmer. Und die Luft wird auch etwas trockener. Was dann viele Leute zu dem Schluss veranlasst, ja, dann lass den Bestand zu, dann hast du ein kühlfeuchtes Innenklima und es muss den Bäumen besser gehen. Das liegt zwar, wie heißt es auf Neudeutsch, intuitiv auf der Hand, aber das stimmt natürlich nicht, weil da scheint Sonne runter, wenn es klar, wenn es hell ist. Pro Quadratmeter kommt eine bestimmte Sonneneinstrahlung runter. Und die trifft entweder auf die Kronenoberfläche oder sie trifft auf den Boden. Aber pro Hektar oder pro Quadratmeter ist die Einstrahlung die gleiche. Ein Quadratmeter Kronenoberfläche, Blätter, wenn da die Sonne draufbretzelt, die Bäume verdunsten, das ist typisch, dann ziehen sie von unter Wasser nach. Wenn es direkt auf den Boden geht, geht die Verdunstung direkt aus dem Boden. Und diese Verdunstung direkt aus dem Boden ist viel, viel kleiner als die Verdunstung über Blattoberfläche. Und zwar etwa der Faktor 10. Also was passiert ist, sie messen hier unten natürlich schon, die Lufttemperatur wird etwas höher, deshalb geht die Luftfeuchte da unten rum. Aber hier ist es kühler und feuchter. Da findet die ganze Energieaufnahme da oben statt, an der Stelle, wo am meisten Wasser verdunstet wird. Und deshalb geht hier bei den geschlossenen Beständen deutlich mehr Wasser bei Sonneneinstrahlung weg als in den offeneren Beständen. Wenn hier unten natürlich Verjüngung steht oder sonstige Vegetation, ja, dann verdunstet die halt so viel wie da oben. Dann bleibt der Effekt, es fällt ein bisschen mehr Wasser runter und ist etwas weniger Wurzelkonkurrenz da. Und dass dieses Geschlossenhalten mit kühlfeuchtem Innenklima gar keine Strategie ist, sich an trockene Sachen anzupassen, das erlebt jeder, wenn er ins Mittelmeergebiet fährt. Ich denke, ein paar von Ihnen haben da schon Urlaub gemacht. Ja? Da gibt es Wälder, die sehen schön aus, aber eins sind sie nicht. Geschlossenes Kronendach mit kühlfeuchtem Innenklima. Und wenn Sie weiterreisen Richtung Nordafrika, wenn man dann diese semiariden bis Wüstengebiete kommt, die Pflanzen rücken immer weiter auseinander, nichts zusammenrücken, wenn es warm und trocken wird. Nein, sie rücken immer weiter auseinander, weil immer weniger Pflanzen Wasser genügend finden und deshalb ihren Einzugsbereich erweitern. Also wichtig, eine sachgerechte Durchforstung verbessert, und es ist mir wichtig, etwas die Wasserversorgung. Sie machen mit der Durchforstung aus der Fichte keine trockenheitsertragende Baumart. Aber tendenziell tun Sie im Bestand was Gutes. Sie tun ihm nichts Gutes, wenn Sie ihn einfach wachsen lassen. Das Zweite, Erhalt konkurrenzschwacher Baumarten. Wenn Sie Buche, Eichebestände bei sich haben, dann wissen Sie natürlich, das Spiel mit Buche-Eiche, das ist immer das Gleiche. Die Eiche mag es natürlich gern wärmer, kommt auch mit mehr trockenen Sachen zusammen, aber die Buche wächst einfach zu Totheit. Das heißt, wenn du Eiche in größerem Umfang haben möchtest, nicht nur einzelne, dann musst du die konkurrenzstarke Buche wegnehmen. Das finden wir bei relativ vielen Baumarten, die eine gute Klimaperspektive in der Zukunft haben, aber heute in der Konkurrenz noch zurückhängen. Wenn man die Bäume im Spiel halten möchte, um sie später dann zu haben, wenn es wärmer, trockener ist, dann funktioniert das nur, indem man ihre Konkurrenten wegnimmt. Und das geht halt nur mit Durchforstung. Und unsere ganzen Eichenwälder mit hohen Eichenanteilen, die gibt es nur deshalb, weil sich irgendjemand die Mühe gemacht hat, regelmäßig die Buche wegzusägen. Wenn man das nicht tut, dann übernimmt die Buche so allmählich wieder. Die Eiche stirbt nicht aus, aber sie macht das, was sie von Natur aus bei uns macht, sie ist eine einzeln beigemischte Baumart. Und wenn man diese Bäume mit guter Klimaaussicht haben möchte, die meistens heute unter heutigen Bedingungen konkurrenzschwach sind, wenn man die einfach als Option, als Potenzial halten möchte, dann muss man dafür sorgen, dass sie der Konkurrenz nicht erliegen. Geht nur mit Durchforsten. Durchforstung fördert das Wurzelwachstum. Sie können im Prinzip sagen, die Größe der Krone zeigt Ihnen, wie die Wurzelentwicklung ist. Wenn die Bäume große Krone haben, haben sie auch große Wurzeln. Wir wissen es nicht sicher, aber wir versprechen uns davon, dass sie da ein bisschen besser mit Wasser klarkommen. Blöde ist natürlich, dass sie auch gleich eine größere Krone haben. Da haben sie zwar größere Wurzeln, wo sie mehr Wasser aufnehmen, sie haben aber auch größere Krone, wo sie mehr verdunsten. Trotzdem glauben wir, aber das wissen wir nicht so sicher, sind große Wurzeln hilfreich, wenn es trockener wird. Jetzt kommt was, das geht so ein bisschen mit dem Knie durch die Rücke ins Auge. Mit dem Durchforsten fördern sie die Durchmessentwicklung. Die Bäume werden schneller dick, die werden schneller hoch.
Sie werden aber schneller dick, weil, das ist wie beim Seimästen, wenn Sie mit einer bestimmten Futtermenge 100 Sei mästet und die gleiche Futtermenge an 50 Sei verteilen, dann werden die 50 schneller fett. Und genauso ist es bei Bäumen auch. Da sind die Wachstumsressourcen, Wasser, Nährstoffe, Temperatur sind halt eine bestimmte Menge da. Wenn weniger Bäume da sind, wachsen die einfach schneller und das setzt es in schnelleres, dickeres Wachstum um. Das heißt, Sie kommen, wenn Sie einen bestimmten Durchmesser wollen, jetzt mal so in forstlichen Produktionsjargon gesprochen, die kommen, werden schneller so dick, wie man sie gerne hätte. Das heißt, ich brauche nicht so lange, um die hiebsreif zu bekommen. Nicht so lange heißt, es sind nicht so hoch. Weil die Höhenentwicklung, die hängt überhaupt nicht an der Durchforstung, die hängt am Standort. Ein guter Standort, gehen Sie schnell in die Höhe, schlechter Standort, gehen Sie langsam in die Höhe, in weiten Bereichen unabhängig von der Bestandesdichte. Also kürzere Produktionszeit heißt, das heute ja schon gar nicht sagen, aber bei Ihnen darf man sagen, heißt natürlich zum einen, Sie haben mehr Geld in der Kasse. Da hängt aber auch jetzt, und das ist mir wichtig, das hat jetzt was mit Klimawandel zu tun, da hängt aber auch noch ein paar andere Sachen dran, die ganz wichtig sind. Die Bäume sind kürzer, habe ich schon gesagt. Die Frage ist natürlich, was will er denn jetzt mit dem Kürzeren und dem Klimawandel hier? Ja. Kürzere Bäume haben durch die Bank weg geringere Risiken. Ich zeige Ihnen mal, welche zwei da ganz wichtig dran hängen. Das eine ist das Sturmrisiko. Sturmrisiko entsteht, indem Bäume Wind fassen. Und zwar die Menge Wind, die Bäume bekommen. Das ist die sogenannte Windladung. Das ist die Windgeschwindigkeit mal der Kronengröße. Und dann geht es mit dem Hebel vom Stamm nach unten. Es wird nochmal multipliziert, dann kommt hier unten ein Drehmoment an. Das ist ein relativ kleiner Baum, ein niedriger Baum. Da ist die Windgeschwindigkeit nicht so hoch, so dicht über der Erdoberfläche, so bei 15, 20 Meter. Die haben natürlich relativ kleine Krone, sie haben relativ kurze Stamm noch, sie sind halt niedriger. Und deshalb entsteht das Drehmoment hier unten, ein relativ niedriges Drehmoment. Das können die Wurzeln im Regelfall gut halten. Unter gleichen Bedingungen ein höherer Baum. Die Windgeschwindigkeit ist unter sonst gleichen Bedingungen etwas höher. Weil je mehr sie über den Bodenhöhe kommen, umso mehr nimmt die Windgeschwindigkeit zu. Gehen Sie mal auf den Aussichtsturm hoch. Unten windstill, nach 20, 30 Meter haben Sie Luft. Also das ist ganz normal. Mit zunehmender Höhe nimmt die Windgeschwindigkeit etwas zu. Ein großer Baum hat auch eine größere Krone, logischerweise. Das heißt, die Windladung ist schon mal unter gleichen Bedingungen deutlich größer. Und dann ist der Hebel, das dritte Ding im Produkt, auch noch länger. Das heißt, das Drehmoment hier unten nimmt nicht linear mit der Höhe zu, sondern weil alle drei Faktoren gleichzeitig zunehmen, Windgeschwindigkeit, Kronengröße und Hebellänge, nimmt das Drehmoment ganz stark zu mit der Höhe. Das Drehmoment steigt so an, nicht so. Und da kommt es dann halt bei höherer Windgeschwindigkeit gerne mal dazu, dass das in der Senkrechten etwas schwierig bleibt und die Bäume gehen zu dem über, dass die forstliche Fachwelt die horizontale Stabilisierung nennt. Windgeschwindigkeit 0, Hebellänge 0, Drehmoment 0, die Sache ist wieder stabil. Also die Sturmgefährdung hängt ganz wichtig, ganz entscheidend an der Höhe der Bäume. Und deshalb, wenn ich den gleichen Durchmesser von Bäumen, da hängt dann auch viel von den Mikrohabitaten dran, hängt eher am Durchmesser als an der Höhe von den Bäumen. Wenn ich das bei geringerem Alter, bei geringerer Höhe kriege, dann habe ich schon mal ganz viel getan, um das Sturmrisiko meiner Bestände runterzukriegen. So funktioniert Durchforstung. Also Durchforstung macht nicht die Bäume stabil an sich, sondern führt dazu, dass sie schneller dick werden und ich sie deshalb früher ernten kann, wenn sie niedriger sind. Das ist der Haupteffekt Durchforstung als Sturmschutz. Nicht geistreich ist es, in hohen, dichten Beständen anfangen rumzuhauen, denn die werden dann labil durchforstet. Das ist dann keine sachgerechte Durchforstung mehr. Und gerne hängt dann halt am Sturm auch noch der Kollege dran. Das ist ein großer Buchdrucker, vor allem bei Fichte und bei Tanne, wenn sie dann Sturmschäden haben, kommt es in der Regel, wenn es warme Sommer hat, dahinterher wie es Amen in der Kirche. Also da ist Sturmvorbeugung auch vorbeugender Borkenkäferschutz. Also Sturmkäfer und dann, man übersieht es gern, die Sache mit den Embolien im Wasserleitsystem, die ist auch noch da. Weil wenn man sich mal anschaut, in Dürrejahren, welche Bäume sterben bevorzugt, schwankt ganz stark. Es sind meistens die hohen, älteren Bäume, die deutlich mehr unter den Dürrejahren leiden als die mittelhohen und nicht ganz so hohen Bäume. Und das liegt einfach an der Sache. Das ist ein niedrigerer Baum, Sonne scheint drauf. Hier oben verdunstet er,
Wenn genügend Wasser im Boot ist, kein Problem, dann wird das Wasser einfach nachgezogen. Die Saugspannung, die da drin ist, ist unproblematisch. Das Wasser wird einfach nachgezogen, der Baum übersteht es locker. Gleicher Baum höher. Hier ist die Verdunstung natürlich viel höher. Grundsätzlich ist deshalb die Saugspannung hier im Stamm auch höher. Und wenn jetzt die Wasserversorgung da unten schwierig wird, dann kann es dazu kommen, dass es einfach zusammenbricht, da kommen Lufteintritte, Luftembolien, dann kommt kein Wasser mehr nach und dann verdorrt die Krone. Und diese Embolien, die Emboliegefahr nimmt eben auch mit der Höhe der Bäume zu. Weil je länger der Baum ist, über je längere Strecke man das ziehen muss, umso höher ist das Risiko. Also auch das hat was damit zu tun. Und dann ein Punkt, der betrifft uns im Moment noch nicht wirklich. Und ich hoffe, wir bleiben alle davor verschont, aber unsere Kinder und unsere Enkel werden sich bei uns sicher mit rumschlagen müssen, ist die Sache mit dem Feuer. Wenn ich nicht durchforste, bleiben die toten Bäume im Wald liegen. Wenn sie trocken werden, liegt das Brennmaterial da drin rum und es erhöht, nicht durchforsten, liegen lassen des Holzes, erhöht in Wirtschaftswäldern das Waldbrandrisiko erheblich. Und deshalb ist eine sinnvolle Durchforstung, man muss es nicht besser reinmachen, aber eine sinnvolle Durchforstung, wo das brennbare Totholz in einem akzeptablen Rahmen gehalten wird. Ich sage es ausdrücklich, man muss das nicht besser reinmachen. Aber wenn man akzeptabler Rahmen gehalten wird, ist eine gute Vorbeugung auch gegen Brandgefahr. Spielt im Moment für uns keine große Rolle, aber dürfte so die nächsten 30, 40 Jahre eine große Rolle spielen. Ja? Was ich denke, auch noch ein großer Faktor ist, dass die Nassschmelzung, die gerade im Schwarzwald auch immer höher zieht, und das wird in Zukunft, denke ich, gerade bei uns so ein größeres Problem geben. Ja, bisher, Sie sagen jetzt, bisher ist man davon ausgegangen, Nassschneezone, wo der ganze Schnee als Nassschnee fällt, ist nur die tiefe Lage. In der Zwischenzeit ist, wenn der Schnee überhaupt fällt, dann fällt er von unten bis oben als Nassschnee. Das heißt, du brauchst überall schneestabile Bäume und die kriegt man bei den Laubbäumen, macht das anders, Laubbäume schmeißt das Laub runter, ist der Fall erledigt, wenn es nicht gerade Schneefall nicht zu früh kommt. Bei Nadelbäumen hilft nur eine gut ausgebaute Krone mit einem ordentlichen Stamm. Also da hilft es auch. Wobei ich tatsächlich glaube, dass das Schneebruchrisiko tendenziell abnimmt so im Laufe der nächsten Jahrzehnte und das Feuerrisiko tendenziell zunimmt. Zusammenfassung, Klimawandel fand statt, findet statt und ich bin ziemlich sicher, dass er auch weiter anhalten wird. Die Frage ist, wie schnell, aber wird wohl weiter anhalten. Zumindest die Zeit, die uns noch bleibt. Da nehmen die Risiken im Wald zu und wir müssen, das ist wichtig, wir werden uns daran gewöhnen, dass wir mehr tote Bäume im Wald sehen, als wir das in den letzten Jahrzehnten noch gewohnt waren. Das ist kein Zeichen vom Versagen der Waldwirtschaft, da werden einfach mehr Bäume absterben, muss ja nicht flächig sein und dann sieht man das auch mehr. Nicht wirklich ein Drama, muss man sich aber daran gewöhnen. Der Schwerpunkt liegt bei der Verjüngung auf zukunftsfähigen Baumarten und Mischungen mit zukunftsfähigen Baumarten. Deshalb, wenn man in die Verjüngung reinschaut, immer gucken an dem Standort. Sie können in dieser Höhetabelle gucken oder wenn Sie die Baumarteignungskarte vor sich nehmen, dann wissen Sie ja, wo Sie sind. Finde ich eine Baumart, die als Baumart im Klimawandel geeignet ist? Wenn die ja sind, tolle Sache in der Naturverjüngung, dann muss man die nur noch konsequent fördern, dann hat man sie schon da. Wenn es das in der Verjüngung nicht gibt, anpassungsfähige, vielversprechende Baumarten, dann lohnt es sich, die im bemessenen Anteil aktiv da reinzubringen. Die kommen dann nicht von alleine, das macht Aufwand. Da musst, wenn Naturverjüngung da ist, schon was Naturverjüngung wegnehmen, dafür pflanzen. Wenn gar nichts da ist, ist es einfacher, dann pflanzt man alles, was passt. Aktiv einbringen, da gehört verschiedene Sachen dazu, Eichen, Ahorn, Douglasie. Vor 15 Jahren war hier auch noch die Esche gestanden, das Thema hat sich aber aus Pilzgründen leider erledigt. Wichtig ist mir, aktiv einbringen heißt nicht ersetzen. Wenn Sie eine Naturverjüngung haben von, ich mache ein Extrembeispiel, Fichte, Bürstewuchs in einer warmen, tiefen Lage, Sie wissen garantiert für Fichte nicht wirklich geeignet, dann wird man nicht 100% von den Fichten wegmachen, was anders hinmachen, wäre Unfug. Aber so 20%, was anderes in die Fichte reinmachen, was mit Erwärmung klarkommen kann, das wäre eine gute Idee. Also die Idee ist nicht ersetzen, sondern dazu bringe was, wenn es nicht schon da ist. Weil ersetzen würde ja heißen, dass sie dann voll drauf setze, dass es mit dem Klima auch so wird, wie das Szenario ist. Und dann ersetzen sie die Fichte durch, sage ich mal, Pflaumeiche, ich mache mal ein ganz extremes Beispiel, und dann kommt der Käse-Klimawandel nicht so wie erwartet, dann hocken sie auf ihre Pflaumeiche rum, es war wieder nichts. Also irgendwo dazwischen drin.
Ich weiß, diese Kompromisslösungen, die abwägende Lösung sind nicht sehr beliebt, weil man sagt, ich brauche eine bessere Lösung. Aber bei Unsicherheiten ist so ein Mittelkurs eigentlich immer eine gute Idee. Deshalb nicht so do, als ob alles heile wird, aber auch nicht so do, als ob man weiß, was ich da hinsetzen muss, um das Problem wegzukriegen. Anreichern mit was, was Zukunftsaussichten hat. Durchforschte, ich glaube, bei Ihnen laufe ich da offene Türe ein, aber wenn man es mit nicht-forstlichen Leuten zu tun oder Leute, die nicht in Waldwirtschaft sind, kann man es nicht oft genug wiederholen. Sachgerechte Durchforstungen helfen dem Wald im Klimawandel. Macht keine Wunder, bewirkt aber die richtige Richtung. Und diese Durchforstungen müssen früh beginnen. Entscheidend sind die frühen, jungen Durchforstungen. Je später man hinterher rauskommt, umso unwichtiger oder gar gefährlicher wird es. Früh und intensiv anfangen. Am Anfang können Sie eigentlich gar nichts falsch machen in junge Bestände. Erst wenn man zu spät kommt. Man kann wuchsunterlegene Baumarten erhalten. Sie können die Widerstandskraft und Stabilität, Trockenheit und Sturm, habe ich Ihnen gezeigt, erhöhen. Und wenn Sie auf Ihre Karte gucken und sehen, okay, ich habe hier einen alten Bestand, der ist schon mal krachrot von der Baumarteneignung, dann ist es vielleicht schlau, den Bestand aktiv umzubauen, bevor er kaputt geht. Das heißt, da, wo man aktiv mit dem Umbau anfängt, bei den akut gefährdeten älteren Beständen, bei einem mittelalter, jüngerer Bestand werdet Sie, wenn er keinen Schaden hat, gar nichts machen. Völlig wurscht, ob Ihnen die Karte rot sagt oder nicht. Erst wenn man in den Bereich kommt, wo Sie hiebsreif werden, da empfiehlt es sich aber, die Bestände zu nutzen, bevor sie umfallen, bevor sie vertrocknet und bevor sie die Käfer fressen. Das gibt Ihnen im Wald mehr Freiheit zu machen, was Sie wollen, und es tut Ihrer Kasse gut. Wenn Sie so wollen, mit dem Klimawandel, da kommt was auf uns zu, gar keine Frage. Ich finde aber, im Moment gilt Bange machen noch nicht. Es gibt genügend Dinge, die man tun kann, sinnvollerweise tun kann. Und der richtige Zeitpunkt, es zu machen, der ist wie immer jetzt und nicht erst in 50 Jahren. Vielen Dank. Das Wasser steht noch da. Ja. Wenn ich ganz kurz darum bitten dürfte, wir zeichnen das hier tonmäßig auf, also wir werden wahrscheinlich nur von hinten gefilmt. Ich würde mich aber freuen, wenn Fragen an dieses Mikrofon gerichtet werden können, damit wir das im Nachhinein schön online stellen können. Danke. Das heißt aber nicht, dass ich mich jetzt rumdrehen muss, dass ich auch von hinten gefilmt werde. Sie nicht, mehr. Wenn Sie mal eine Frage wählen, machen Sie es, ich probiere eine Antwort zu geben, aufs eine oder andere werde ich halt auch nichts wissen. Oder habe ich Sie tot gequatscht. Ja. Sie haben die Atlas-Zedern angesprochen, die Zedernarten insgesamt, ja. Denke ich. Bei uns, ob das ein Zukunftsbaum werden kann oder so. Ja. Herr Schott, die möchte gern das am Mikro haben. Ich kann ja ohne Mikro, es geht. Sie haben vorhin die Zeder angesprochen, die Zedernarten, ob die hier bei uns waldtauglich werden können. Und aber in Südfrankreich hat man schon vor 30, 40 Jahren mit Zedern gearbeitet und nimmt dort schon bereits so langsam Abstand. Passiert hier dasselbe? Herr Schott, ich erzähle Ihnen da nichts Neues, das wissen Sie alle. Tatsächlich, wir haben die Zedern im Anbau drin, weil die vor 10, 15 Jahren so wie ein stinkendes Auto durchs Dorf getrieben wird, also muss ich ausprobieren. Wir gucken das, wir probieren das aus. Und ich bin tatsächlich Ihrer Meinung, wenn man nach Frankreich guckt, dann sieht man, dass die Zeder das wahrscheinlich nicht wird. Und zwar egal welche. Die Libanon-Zeder vielleicht noch eher als die Atlas-Zeder, weil, wie es der Herr Schott gesagt hat, in Südfrankreich, im Bereich Avignon südlich davon, ist die Atlas-Zeder schon lange in Benutzung als Erstaufforstungsbaumart. Die hat auch super funktioniert bisher. In Frankreich kriegt man richtig gute, zugelassene Erntesaat, Saatgutbestände mit Atlas-Zeder. Aber in den letzten 10, 20 Jahren empfehlen sie die Atlas-Zeder im Süden nicht mehr, weil es denen da schon zu warm ist. Die Empfehlung für die Atlas-Zeder ist deutlich nach Norden gerutscht, liegt im Moment schon im Bereich von den Vogesen. Und je wärmer das wird, umso weniger wird die geeignet sein, weil vor allem die Atlas-Zeder ist eine montane Baumart. Und das ist wie die meiste montane Baumarter, wenn es zu warm wird, klappt es nicht richtig. Wir haben sie trotzdem drin, weil wir da schön an Material gekommen sind. Wir werden es durchexerzieren. Manchmal erlebt man Dinge, die erwarte ich nicht, aber tatsächlich von den Zedern erwarte ich mir nicht allzu viel. Deshalb, Sie dürfen gern die ohne andere Zeder bei sich im Wald anpflanzen, aber das ist eben der Punkt, wo ja sagen wird, nicht für Normalbewirtschaftungssache. Die hat mit Sicherheit weniger drauf als Douglasie und Schwarzkiefer, garantiert. Irgendwie sind Zedern aber,
so, wie sagt man auf Neudeutsch, so Sympathieträger. Wahrscheinlich, weil alle mal was vom Hohelied von Salomon gehört haben mit den Zedern am Libanon und so. Das ist eine Baumart, die wirkt sympathisch und da kennt man sie aus dem Urlaub im Mittelmeergebiet, sieht toll aus. Während bei Douglasien meistens hört sie überall die Bremse quietschen, wer will denn so einen Baum? Bei Zeder sind die Leute in der Regel offener. Ich glaube, das ist einfach, weil man da sympathisch was mit verbindet. Das macht sie aber forstlich nicht geeigneter. Wir werden es rauskriegen. Da bin ich sicher, in 10, 15 Jahren wissen wir bei den Zedern mehr. Die Versuchsanlagen sind gut. Aber erwartet euch nicht viel. Sie haben vorher gesagt, die Baumarten mit dem Höhenwachstum sind stärker gefährdet. Da dürfte ich sagen, du darfst mir pflanzen, ich schaue überall oben raus. Aber den Schub vom Sturm, den haben Sie bald die Situation besser aufgenommen, ich weiß nicht warum, weil die baltische dichte Fichte, die will eine Wand, wenn sie die Wand mal einfach schiebe, dann wird es wieder Dominostein. Und das ist das Komische, was Sie jetzt gesagt haben, die Höhewachstum da begrenzen. Also es liegt tatsächlich nicht an der Geschwindigkeit vom Höhewachstum, sondern die Höhe, die ein Baum erreicht. Und jetzt kommt was, wo ich selbst unter Kollegen und Kolleginnen in der Regel dafür gelüncht werde. Wir haben ein paar Douglasie-Versuchsflächen, um genau zu sagen, ein paar Tausend im Land verteilt. Wir haben auch ein paar Tausend Fichte-Versuchsflächen. Es sind mehrere Stürme drüber gegangen. Also wir haben genügend Datenmaterial, um zu gucken, welche von den Baumarten sind sturmstabiler. Und aus den Modellierungen kommt eiskalt raus, höhenbezogen ist das Sturmwurfrisiko der Douglasie genau das gleiche wie bei Fichte. Die ist nicht sturmstabiler. Sie wächst schneller in die Höhe. 50-jährige Douglasie ist viel höher. Deshalb ist sie mit 50 Jahren mehr gefährdet. Aber eine 30 Meter hohe Douglasie ist so gefährdet wie eine 30 Meter hohe Fichte. Wenn ich das vor Kollegen oder eben auf so Verwaltbesitz wie Ihnen sage, dann sage ich Ihnen, das stimmt doch überhaupt nicht. Mit Douglas habe ich nie ein Problem. Vor allem im Stadtwald Freiburg, die ja viel Erfahrung mit Douglasie haben. Die haben uns gesagt, das kann nicht sein. Wir haben die Daten, guckt sie euch mal an. Die tun die ganze zufällige Nutzung nach Holzart verbuchen. Sonst landesweit wird ja Douglas mit Fichte und Tanne normalerweise verbucht. Deshalb kriegt man die Sturmschäden nicht raus aus der Buchführung. Die Freiburger machen das schon lange getrennt, weil sie es auch getrennt verkaufen. Und da haben wir uns das mal hergenommen. Guckt, wo sind die ZN Sturm, die zufällige Nutzung Sturm in Douglas. Wie viel Prozent vom Vorrat von Douglas ist es? Und die sind vom Glaube abgefallen. Genauso viel Prozent vom Douglas-Vorrat umgefallen wie vom Fichte-Vorrat. Gemerkt haben es die Kolleginnen und Kollegen nicht, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn Fichte umfallen, fallen die in großem Umfang um. Die Fichtepreise rattern in den Keller und kein Mensch will sie mehr haben. Dann übersetzt sich das naturale Sturmwurfrisiko in ein ganz massives wirtschaftliches Risiko. Die Douglasie, vor allem die dicke Hohe, die es im Stadtwald Freiburg umhaut, ja, die sind auch als Sturmholz noch locker zu verkaufen gewesen. War überhaupt kein Problem. Und deshalb hat sich das naturale Sturmwurfrisiko nicht übersetzt in ein wirtschaftliches Ertragsrisiko. Wenn man allerdings Douglasien auf großer Fläche hat, dann wird da genau das gleiche passieren wie bei Fichte, wenn halt in großem Umfang Douglasie-Schaltholz anfängt. Hohes Angebot, geringe Nachfrage und Sie wissen, was mit dem Preis passiert. Und deshalb, die Douglasie ist schon eine schicke Baumart, Wundertier ist er nicht. Und was das Sturmwurfrisiko anbelangt, ist er kein Strich besser als Fichte. Leider. Ich möchte noch was zur Douglasie sagen. Wir sind pionierig auf unserem Hof Douglasienanbau. Da haben alle noch die Windeln gewaschen. Sturm Lothar 90. Beste Waldlage. Westwind, Weißtannenbestand 4, 5, 6, 7, 8 Meter starke. Douglasien waren noch ein Restbestand. Da stehen gestanden noch, also die waren exponiert im Wind. Die waren Leuchttürme über den Tannenbestand raus, sind standen geblieben. Und dahinter, die Fichte hat sich noch dahinter gekauert, wenn man da Douglasie zusieht. Wenn sie anfangen zu schwanken. Die Tanne, sie fängt einmal an drehen. Er muss ja drehen, dass er nicht umfällt. Die Douglasie, sie steht. Die haben eine Oberhöhekette von über 50 Meter. Sie steht, die hat auch einen anderen Zellaufbau. Die macht nicht viel im Wind. Sie strotzt, bis sie fällt. Aber die hat, wie der Hebel gesagt hat, eine viel größere Hebelkette. Wie die Weißtanne, ist ein Umflug wie die Mücke.
Und sie sind standen geblieben. Aus dem Bestand drin. Und dann haben wir die umgehauen, weil die Fläche hat müssen räumen. Und das war ein Baum, der 10,5 Festmeter Kett. Und die sind standen geblieben. Ja. Gleiche Bodart, also es wäre schon. Und ich finde es ein Unding, wenn die Leute sagen, Douglas, Fremdländer, nicht Entvölker, sondern raus mit denen. Ich bin ein Verfechter, es geht mehr auf die Douglas gesetzt. Dankeschön. Also die Sache mit der Frage, Fremdländer, nicht, ist eine andere Kiste, das sehe ich entspannt. Das kann Waldbesitz und Öffentlichkeit entscheiden, wie sie will. Die Sache mit dem Sturm, diese Schäden, Sie kennen das alle, die heißen zufällige Nutzungen. Da steckt viel Zufall mit dabei drin. Das heißt, sie findet einzelne Bestände, die müssten liegen, die stehen aber noch, und andere Bestände, die müssten stehen, die liegen. Deshalb bin ich vorsichtig, was so Einzelfälle angeht. Ich kenne das auch, dass sowas vorkommt. Und jetzt erlaube ich mir zu sagen, wir haben mit unseren vielen Douglasien Versuchsflächen die Hose eigentlich richtig voll datenmäßig. Wir können, was das anbelangt, aus den vollen Hosen stinken. Und im großen Schnitt fallen Douglasien bei gleicher Höhe, bei gleicher Windgeschwindigkeit und bei gleichem Boden mit der gleichen Wahrscheinlichkeit um wie Fichten. Es gibt Fichten, die bleiben 40, 45 Meter hoch auch im hohen Sturm stehen. Die sieht man nachher, was man nicht mehr sieht, sind die umgefallenen. Bei den Douglas ist das Gleiche. Da gibt es natürlich stabile. Es könnte sogar sein, dass wenn die Douglas mal richtig hoch werden, weil die werden zu Hause ja 80 Meter hoch. Nicht alle, aber Douglas können bis zu 80 Meter hoch werden. Wenn Ihnen irgendjemand einen 100-jährigen Douglas-Bestand sagt, das ist ein Altbestand, dann lächeln Sie mal in Zukunft nicht. Die werden nämlich 800 Jahre alte Biester. Aber auch so dick. Also wir haben es mit relativ jungen Beständen zu tun. Und in den Höhen, in denen wir sie im Regelfall bewirtschaftet, ist das Sturmwurfrisiko etwas so hoch wie bei Fichte. Man muss ein bisschen mit der Topografie aufpassen. Es kann auch sein, dass die einfach mal stehen bleiben, stabil, aber im Prinzip sind sie nicht sturmstabiler als Fichte. Im Schnitt, das entscheidend im Schnitt, da braucht heute eine große Datenbasis. Das trauen wir uns bei Douglas zu, ich bin sonst vorsichtiger, aber da traue ich mich. Und deshalb kein Fehler, gucken Sie, dass die Douglas einfach schnell genug dick wird, mit ordentlicher Durchforstung. Das ist nie ein Fehler. Und mit der Fremdländerdebatte, das ist halt, da gibt es keine wirkliche Lösung. Die eine sehen so, die andere sehen so. Was Sie sich bitte nicht erzählen lassen sollten, es gibt dann so ein paar ganz Gescheitler, die sagen, ja, ja, Douglasie, die hat es ja mal vor der Eiszeit bei uns gegeben, da kommt eine Baumart wieder, die wir hatten. Das ist Quatsch. Es hat vor der Würmeiszeit eine Pseudozuga-Art hier gegeben. Die Douglasie gehört zur Gattung Pseudozuga. Das hat es gegeben. Man weiß nicht ganz genau, welche. Ist ausgestorben. Man weiß aber sicher, die Menziesie, die es aus Amerika gibt, die war es nicht. Und mit der Behauptung, weil es die Gattung hier gegeben hat, bringt man eine frühere Baumart, die ausgestorben ist, wieder. Ja, da könnte jetzt auch eine Roteiche bringen. Die Gattung Eiche gibt es. Die Roteiche kommt aus Nordamerika, also her damit. Das ist eine gebietsfremde Baumart mit riesen Vorteilen, aber es ist gebietsfremde Baumart. Und das ist eine Gewichtungsfrage, die werdet Sie als Waldbesitzer wahrscheinlich ganz anders beantworten, als jemand, der es eher so mit natürlicher Biodiversität hat. Da kann man nicht sagen, der eine hat Recht, der andere hat nicht Recht, entscheidend ist nachher, wer es entscheidet. Und da kommt man nicht drum rum, da hat Douglasie, was hat Roteiche übrigens auch, die was Klimaaussichten anbelangt, eine ziemlich gute Perspektive hat. Auch Roteiche ist keine heimische Baumart, gilt übrigens, wenn man es genau nimmt, auch für die Lärche nicht. Gibt es bei uns auch nicht von Haus aus. Und die Fichte und die Tanne, Tanne gibt es weniger, aber Fichte gibt es viel, viel mehr, als wir sie eigentlich von Haus aus hätten. Insofern, das sollte man nicht miteinander vermischen. Dass die Douglas in Fremdländer ist, spricht nicht gegen ihre waldbauliche Eignung. Und ihre große waldbauliche Eignung nimmt nicht die Frage weg, dass es halt ein Fremdländer ist. Ich glaube, es ist ein relativ entspannter Fremdländer, weil wenn sie es nicht wollen, sie kriegen Douglas in Naturverjüngung rein, wenn sie es nicht wollen, wenn die Bäume 5 Meter hoch sind, schmeißen sie die Säge aus, sägen sie um und weg sind sie. Bei anderen Baumarten klappt das nicht so. Bei Douglasie klappt es. Wenn Sie im Nordbadischen mit den Spätblüten der amerikanischen Traubekirsche unterwegs sind, dann wissen Sie, das kann auch anders funktionieren. Aber Douglasie ist da relativ unproblematisch, die kann man gut im Griff behalten. Insofern, schicke Baumart, man sollte nicht alles mit ihr machen, aber auch nichts machen wäre auch ein Fehler. Das Problem ist ja immer wieder, ich komme ja von Holzmann, das, was hinten aufkommt, was verwende ich? Oder was mache ich jetzt damit? Ja, ja. Im Moment ist es halt Nadelbauholz, ne?
Ja, ja, ja. Aber da kehrt ja Douglas dazu. Natürlich, Douglas. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich forstlich angefangen habe, das ist schon ein paar Jahrzehnte her, da sind die ersten Douglas verkauft worden und sie hätten sie nicht verkaufen können. Die wollte keiner haben. So ein Mist kann man nichts mit anfangen. Schlechtes Holz, ich habe es nicht verstanden. Ich war vorher ein Vierteljahr in Nordamerika. Die haben die volle Auswahl, Douglas, Fichte, Tanne, alles Mögliche. Mit Ausnahme von der Rotzeder, also unser Thuja, ist Douglas die Baumart, die die höchsten Preise bringt. Bestes technisches Bauholz, höchste Preise bei uns. Ich habe gesagt, kann ich nichts mit anfangen. Die waren es nicht gewohnt. In der Zwischenzeit ist es ganz anders. Sie verkaufen es eigentlich nicht mit Fichte Tanne zusammen, sondern es geht an Douglas Säge und zack, bringt sie 20 Euro mehr im Festmeter. Ja, dann muss er noch geästet sein. Und deshalb glaube ich, was so Baumart und Holzverwendung anbelangt, wenn man es nicht abrupt wechselt, dann wenn das Holz technisch verwendbar ist, dann wird sich irgendwann auch ein Markt finden. Hoffe ich doch sehr, weil bei allen Baumarten, wo das bisher war, ist es genau so passiert. Ein bisschen schwierig ist im Moment, die Laubbäume im Bereich Bauholz reinzukriegen. Da könnte sich aber vollends was tun, aber es ist noch nicht so weit. Also ich fand das hochinteressant, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, ja hier nur als Geschäftsführer vom Waldausschuss bin und von Haus aus, wie gesagt, kein Waldbesitzer. Aber ich habe eins mitgenommen, und zwar diese Diskussion, die Sie ja ablehnen zu führen, über die Frage, was ist jetzt standortheimische Baumart oder keine standortheimische Baumart. Es wurde doch ziemlich deutlich, dass diese Diskussion eigentlich überholt ist, sondern was wir brauchen, ist größtmögliche Flexibilität bei der Baumartenwahl für den jeweiligen Waldbesitzer, der aufgrund ganz verschiedener Faktoren und Risiken einschätzen und beurteilen muss, welche Baumarten bei ihm auf seinem Standort überhaupt noch Zukunft haben. Und das ist natürlich das Problem, da muss natürlich der Naturschutz, denn der ist es ja an sich, der muss auch dazu lernen, dass dieser konservierende Gedanke des einmal vorgefundenen Zustandes, dass der im Klimawandel überholt ist. Dass das geht einfach nicht mehr, sondern genauso wie der Klimawandel sich das Klima ändert, ändert sich die Vegetation. Und ich kann eben nicht mehr verlangen, dass ich einen einmal vorgefundenen Vegetationszustand auf einer bestimmten Fläche jetzt für die nächsten 50 oder 100 Jahre beibehalten kann. Sondern wenn ich sagen will, ich will auf den Standorten Wald haben, dann muss ich auch dem Waldbesitzer die Möglichkeit geben, dass er dort auch experimentiert und schaut, was er im Prinzip, welche Baumarten dort für ihn geeignet sind und aber auch, mit welchen Baumarten er nochmal eines Tages oder die nächste oder übernächste Generation Geld verdienen kann. Ich weiß, dass ich da etwas Öl ins Feuer gieße, aber ich bin da gerne ein Freund klarer Worte. Es geht einfach, wir brauchen Beinfreiheit bei der Baumartenwahl für die Waldbesitzer. Die Waldbesitzer müssen es an sich im Prinzip entscheiden, gut beraten entscheiden. Da sind wir auch sehr dankbar Ihnen, der FVA, dass Sie da die entsprechenden Versuche und die ganzen Dinge machen. Das finde ich sehr, begrüßen wir sehr. Sind wir auch sehr dankbar dafür, dass wir so Kompetenzzentrum hier wirklich auch noch vor Ort haben dann. Aber wie gesagt, das sollten wir vielleicht, Sie wollen sich da raushalten, aber auf der anderen Seite wäre es schon wichtig, dass man auch in diese Diskussion einfach noch mal etwas Versachlichung hineinbringt und sagt, Leute, diese Diskussion Standort einheimische Baumart, die ist gehört der Vergangenheit an. Der Klimawandel erfordert, wie gesagt, jetzt einfach ein anderes Vorgehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Sie da richtig verstanden habe, aber ich wollte es einfach so provokant einmal gesagt haben. Dankeschön. Das hat nicht funktioniert, Sie können mich damit nicht provozieren, weil das ist tatsächlich so, wenn man sich mit Leuten im Bereich Naturschutz unterhält, den meisten ist die Problematik so klar wie uns. Man hätte natürlich schon gern naturnahe Wälder. Das war bisher auch relativ einfach, weil man eine Vorstellung hatte, wie natürlicher Wald aussieht, wenn man sich selber überlässt unter konstanten Umweltbedingungen. Aber das sieht ein Blinder mit Krückstock, dass die nicht konstant sind. Früher hast du einen Hasensitzer gehabt, naturnah, auf den hast du geschossen, dann hast du einen gehabt, dann warst du naturnah und der läuft jetzt weg. Da sind sich eigentlich alle Forstwissenschaftler, naturschutzfachlich orientierte Leute klar, dass es ganz schwer ist, heute zu sagen, was ist im Klimawandel natürlich. Die Diskussion, die gießt jetzt ja auch kein Öl ins Feuer, da müssen wir uns drum kümmern. Und das läuft auch. Die Schwierigkeit ist, dass die rechtlichen Instrumentarien halt im Moment noch ganz stark auf die Käseglocke abstellen. Und die sind, wie sie sind.
die Richtlinien des FFH-Gebiet oder Naturschutz, die sind so, und da muss man mit dem Gesetzgeber ins Gespräch kommen. Da helfen Ihnen Wissenschaftler nicht viel. Deshalb sage ich auch immer, ich sehe das relativ entspannt. Sie wählen sich in dem Bereich, in dem Sie rechtlich wählen dürfen, das aus, was Sie für richtig halten. Ich kann Ihnen sagen, was Unfug ist, von den Rahmenbedingungen her. Aber was Sie letztendlich wählen, ob Sie lieber eine Douglasie oder lieber eine Eiche auf den Standort stellen, wenn das beide hergibt, das ist Ihr Geschäft. Oder wenn es ein öffentlicher Wald ist, ein Stadtwald ist oder ein Staatswald, dann beantwortet es halt dort auch der Waldbesitzer. Das Dumme ist im Moment tatsächlich, die rechtlichen Instrumentarien stellen auf stationäre Sachen ab. Da muss man Lösungen finden. Das kann man den Leuten aber nicht nur vorwerfen, sondern muss man gucken, wie aus mit der Kiste rauskommt. Weil was ist schon natürlich? Man kann auch nicht alles freigeben, können Sie auch nicht machen, gell? Weil Sie wissen das selber, es gibt genügend Leute, die einen Unfug mitbetreiben. Aber irgendwo dazwischendrin muss man rauskommen. Ich weiß, wir haben es ja im Zusammenhang mit der Neufassung dieser Waldentwicklungstypen, wo wir dran sind, man läuft da bei Leuten in der Naturschutzverwaltung und in der Naturschutzforschung offene Türen ein, weil die das Problem auch so sehen, aber keine Lösung haben. Wir haben es im Moment auch nicht. Also müssen die Gesetze geändert werden? Man muss die Gesetze, ist aber natürlich rechtlich, auf europäischer Ebene, dass das ja, aber es ist rechtlich natürlich schwierig. Statische Sachen können Sie abprüfen. Für einen Juristen muss es statisch sein. Ich bin Jurist, für mich muss es nicht statisch sein. Ja, aber es ist halt schwer abzuprüfen. Und deshalb ist es so, wie es ist. Da muss man zu einer Lösung kommen, weil wenn Realität und Wirklichkeit nicht miteinander übereinstimmen, und das ist im Moment so, dann ist es sinnvoller, das Rechtliche im Instrumentarium zu ändern, wie für Versuche, die Wirklichkeit zu ändern. Die lässt sich nämlich nicht ändern. Mein Altchef Weidenbach hat irgendwann gesagt, das kannst du eine Weile ignorieren, Fakt, aber wenn du es tust, beißt sie dich irgendwann ins Bein. Genau so ist es. Deshalb bin ich ziemlich zuversichtlich, dass wir da in den nächsten Jahrzehnten, das muss ja nicht gleich von heute auf morgen, wir werden eine Änderung finden. Wir haben auch die Orientierung von Forstwirtschaft eher an naturnaher Prinzip als an der reinen Ertragswirtschaft. Das haben wir ja auch hingekriegt. Das wird auch anders funktionieren. Und Sie haben einen Spielraum bei der Baumartenwahl und den solltet ihr auch ausnutzen. Das war jetzt nicht das Wort zum Sonntag, aber zum Rest vom Abend, oder? Sie sprechen ja heute Abend so schön vom Waldumbau. Ja. Was machen wir mit den Käferflächen? Ich komme aus der Raumschaft Bornhof. Ach, ja, ach du liebes bisschen. Genau, ach du liebes bisschen. Wir sind jetzt in der schönen Lage, überall Käfer, 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 Kahlflächen. Auch große Flächen, Privatwald. Tendenz, muss man klipp und klar sagen, Großteil wird nicht mehr aufgeforstet. Wird sich der Natur selbst überlassen. Wir verspielen jetzt, sagen wir mal, 30 Jahre Bestand locker. Momentan hört man ja und stellerweise, die, wo was machen, auch gewisse Förster, wir bringen schnell wachsende Buche als Beschatter. Wenn Naturverjüngung klappt, werden wir mal 20, 30 Jahre Buche bringen, arbeiten sie wieder raus. Ist das eine Möglichkeit? Wie gesagt, es ist schwierig, Naturverjüngung. Ich habe Bestände selber, da klappt es wunderbar. Sturm Lothar, egal was, du hast ausgeräumt, nach ein paar Jahren war da wieder Buche, nicht mehr alles etabliert. Und andere Fläche, da kommt halt gar nichts mehr hoch. Wenn der Wildverbiss ist, egal was dazu. Und ich werde jetzt genau mit dem Lothar auch kommen, weil das haben wir landesweit haben wir ja gemacht. Was empfehlenswert ist bei Lothar, wenn sie so Kahlfläche haben, auch wenn sie ganz leer aussieht, lass es einmal 2, 3 Jahre erst liegen. Also nicht das Holz liegen, sondern die Fläche. Sie sehen erst nach 2, 3 Jahren, was wirklich kommt. Sie sehen nach 2, 3 Jahren aber auch, was nicht kommt. Bei Vivian Wiebke, soweit geht meine Erinnerung noch zurück, bei Ihnen wahrscheinlich auch, bei Vivian Wiebke hat man viel zu schnell aufgeforstet wieder und hat bei etwa der Hälfte der Bestände festgestellt, oh, ich habe ja Hosenträger, sprich Pflanzung, und Gürtel, sprich Naturverjüngung, gleichzeitig auf der Fläche. Also ein paar Jahre zuwarten, um zu sehen, was wirklich kommt, ist eine gute Idee. Aber dann müssen Sie was machen. Das hat man nämlich bei Lothar dann, das gebe ich ungern zu, aber es ist so, im Staatswald an ein paar Ecken nicht so gemacht und mit diesen Scheißbeständen ärgerst du dich halt rum.
die sehen gar nicht mehr richtig aus wie Wald. Deshalb erst ein paar Jahre zuwarten. Wenn dann gar nichts will, dann solltet sie pflanzen. Tatsächlich schlauerweise Bäume, die mit der Freifläche auskommen. Also man kann so Vorwald machen, wobei Birke wahrscheinlich schlauer ist als Buche. Aber das sind Krüge, nehmen sie lieber Pflanzen, die auf der Freifläche halbwegs funktionieren. Und es muss auch keine Vollflächekultur sein, weil sie kriegen meistens die Pflanze, die sie brauchen, dann nicht in der Menge, wie sie es wollen. Sie können immer wieder so Teile aufpflanzen. Und da, wo Naturführung ist, lassen sie die Finger davor weg. Aber was keine gute Idee ist, wenn sie ihren Wald auch nach Ertragsgesichtspunkten wirtschaften wollen, wenn nicht ausreichend Verjüngung da ist, nach 3-4 Jahren nichts machen. Sie verlieren einen Haufen Zeit und sie kriegen einen Wald, den sie nicht möchten. Die sonstigen Funktionen des Waldes wird die bei uns erfüllen. Aber Holz und Geld holen sie da nicht mehr raus. Also Katastrophe für die Umwelt ist es wahrscheinlich nicht. Aber für die Holzversorgung und für den Geldertrag ist es dann, aber nicht gleich, wartet sie ein paar Jahre zu und dann ran. Ja, ich habe noch eine Frage zum Thema Durchforstung, gezielte Durchforstung, gezielte Waldpflege bedeutet es ja. Was ich so an Meldungen, was so in meine Redaktion an Meldungen kommt aus Brüssel, aus Bonn, aus Ministerien, läuft ja der gesamtgesellschaftliche und politische Diskurs im Moment genau in eine andere Richtung, nämlich: Rührt den Wald nicht an, er ist geschädigt, lasst die Finger davon. Mich würde mal interessieren, haben Sie Ihren Vortrag, Ihren engagierten Vortrag zum Thema Durchforsten auch schon mal gehalten vor Nicht-Branchenvertretern? Und wie waren die Reaktionen dann? Ungläubiges Gucken. Ja, schon. Es läuft tatsächlich, weil es... Ich habe es, wie heißt das neudeutsche Wort? Intuitiv denkt man, wenn es dem Wald schlecht geht, lassen ihn in Ruhe. Ja. Das denkt man, der Wald ist aber kein Mensch. Das keiner empfindet so wie bei ihm, weiß das nicht. Tatsächlich, wenn man das richtig macht, sie kennen nicht jeden Scheiß als sachgerechte Durchforstung verkauft. Das ist uns alle klar. Gell? Aber eine ganz normale, ordentliche Durchforstung hilft dem Wald. Schadet auf gar keinen Fall. Warum es die meisten nicht sehen will, man erzählt es halt immer wieder und immer wieder. Und ich bin sicher, irgendwann verfängt das Faktum, dass es so ist. Und die Leute, die es ignorieren, die werden in die Wade gezwickt. Also bin ich ganz zuversichtlich. Das ist allerdings für den öffentlichen Wald oder Wald im öffentlichen Besitz ein größeres Problem als für Sie im Privatwald. Ihnen funkt, wenn Sie durchforsten wollen, niemand nahe. Das ist ein riesiger Vorteil. Wichtig ist aber, ich lege da Wert drauf, das muss halt sachgerecht sein und Sie müssen rechtzeitig anfangen, weil Sie in jungen Beständen richtig stark nahe können. Da passiert nichts. Glauben Sie mir, Sie können bei Erst- und Zweitdurchforstung eigentlich nichts falsch machen. Aber endlos zuwarten, wenn da die Dinger mal 25 Meter hoch sind, dann anzufangen und nahe zu steigen, dann produzieren Sie Sturmwurfrisiko und solche Sachen. Das ist nicht wirklich geschickt. Also früh anfangen und jetzt sage ich, war zu und hol es später nach. Man kann durch Forster eigentlich nicht nachholen. Das werde ich aber außerhalb nicht so sagen und sage, bei 25 Meter muss ich aufhören. Es hat schon noch einen Sinn, aber eigentlich wäre es viel schlauer, viel früher anzufangen. Ich hoffe, ich darf das vom Kollegen gerade nochmal kommentieren. Was ich nur wichtig finde, ich bin selber Waldarbeiter, komme eigentlich südeuropaweit überall rum, Österreich, Italien. Und was mir auffällt, ist, wäre große Kahlfläche aufforscht und mit Pflanzung. Aber das Personal, was hinterher kommt, da sind wir in vielen Ländern einfach, da ist zu wenig Personal da. Und ich habe große aufforstete Fläche, die ich in einem Jahr aufforscht, aber ich habe das Personal im Nachhinein nicht, was zum Aufarbeiten oder zum Pflege da ist. Deshalb finde ich es wichtig, dass man das Stück für Stück macht. Und so wie Sie gerade gesagt haben, gucke, dass verschiedene Fläche die Naturverjüngung kommt und auf der Fläche, wo es nicht kommt, dann versetzt später mit einer Pflanzung, versucht, die mangelnde Baumart einzubringen. Und so habe ich auch einen Pflegeversatz und habe nicht irgendwann hunderte Hektar, wo ich Kulturpflege betreiben muss, habe aber kein Personal, weil ich in diesem Jahr so viel gepflanzt habe. Das ist also aus meiner Sicht noch ganz, ganz wichtig zu betonen, weil einfach, wenn man auch so südeuropaweit rumkommt. Das sind überall die gleichen Probleme und ja, es wird halt wenig dagegen gemacht. Ja. Da gibt es nichts hinzuzufügen, das ist so. Ja. Na,
was halt noch ein wichtiger Faktor wäre, das bringe ich hier mit, und dann wäre das Wort, dass ich mit durchgehe. Wir müssen der Öffentlichkeit, gerade im öffentlichen Kommunalwald, wieder mehr zeigen, was mache ich aus Holz. Ja, das Haus der Bauern. Ja. Was kann ich dort was machen? Anstatt Beton. Wenn man diese ganzen CO2-Werte vergleicht. Das ist, Sie hat völlig recht, das ist im Moment so, Holz als Baustoff ist, was CO2-Bilanz anbelangt, Energiebilanz anbelangt, unschlagbar. Wenn wir irgendwann mal, was ich sehr hoffe, aber wahrscheinlich nicht mehr erlebe, unsere Energieversorgung 100% aus nachwachsenden Energiequellen haben oder aus Umwelt, wie heißt es so schön, grüner Energie haben, dann ist natürlich auch diese schlechte Umweltbilanz von Stahl und Beton anders. Die haben deshalb eine schlechte Bilanz, weil die Energie, die man braucht, aus fossilen Brennstoff kommt. Ja. Dann kann man sich mal darüber unterhalten, dass man Holz nicht mehr aus Umwelt, Holzbaustoff, nicht mehr als Umweltschutzgesichtspunkt machen muss. Aber da sind wir die nächsten 20, 30 Jahre noch weit, weit davon weg. Und bis dahin, die meisten Leute will jetzt auch nicht wahrhaben, aber bis dahin brauchst du Holz. Und ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland, das so über den Daumen gepeilt, etwa die Hälfte von dem, was an Holz und Holzprodukten verbraucht wird, also in der Nettobilanz, die Hälfte importiert, jeden Kubikmeter, den du hier nicht einschlägst, der wird halt importiert. Und solange man den Import nimmt, um das zu ersetzen, was im Inland da ist, ist es nicht gut, in großem Umfang auf sinnvolle Holznutzung zu verzichten. Es gibt auch Unsinnige, das kennen wir alle. Und das muss man ein bisschen an die Öffentlichkeit transportieren. Das wird viel zu wenig gemacht. Der Witz ist, wie heißt das so schön, das ist Schlachthaus-Syndrom, wenn die Leute sowas sehen, so Holzbauten oder Holzmöbel, mögen alle. Wald draußen, mögen auch alle, aber dann fahren sie mal im Harvester in den Wald rein. Das will keiner. Ja, muss auch sagen, ist auch extrem schwer zu vermitteln, man kann es halt bloß immer wieder sagen. Wenn Sie mal vor einer Rückegasse stehen, wo die Gleise so tief sind, weil man wie soll halt immer wieder auf dem gleichen Quar sind, dann erzählen Sie mal jemand, der die Hintergründe nicht kennt, dass das die bessere Lösung ist. Es ist die bessere Lösung, aber also erwartet Sie von den Leuten nicht zu viel. Entscheidend ist aber, dass man rechtlich dann nicht eingefangen wird und das nicht mehr machen darf. Aber da dürfen Sie von den Leuten auch nicht zu viel erwarten. Vielleicht ganz kurz und direkt zu dem Thema, und zwar einfach nur für Sie als Information. Es gibt seit einiger Zeit, relativ kurz erst, ein Waldbündnis Baden-Württemberg, unter das der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband, die Forstkammer, auch der BLHV ist damit dabei. Und wir überlegen uns derzeit eine Öffentlichkeitskampagne, wie gesagt, für die Holznutzung in die Öffentlichkeit hinein, auch gerade ins städtische Umfeld da was anzustellen. Das ist hier Patrick Elster, wie gesagt, Kollege von Frau Schuler, ist da auch mit aktiv bereits. Also von daher, wir sind an dem Thema dran und wir planen also jetzt mal im Groben, dass wir vielleicht 2024 einen Waldtag, einen Landeswaldtag in Stuttgart machen wollen, in der Innenstadt, dort, wo die Menschen sind, die normalerweise mit dem Wald nichts zu tun haben, und dann einfach mal ein bisschen darstellen, was aus Wald gemacht wird. Und ich glaube, wir müssen auch viel stärker hier einen Perspektivwechsel vollziehen, als diejenigen, die Wald besitzen und die Wald nutzen und die Wald, wie gesagt, und Holzprodukte nutzen, dass wir auch nicht nur immer reden von Baustoffen, sondern wir müssen einfach reden von Buntstiften, die Kinder haben zum Malen, die aus Holz sind. Wir müssen reden von der Geige, die ich abends im Konzerthaus höre, die mir, wie gesagt, viel Freude bereitet, oder auf einer CD oder sowas, die auch aus Holz gemacht sind. Das heißt, wir müssen reden von der Kaffeemühle, von der Oma, die aus Holz ist. Wir müssen reden von den Holzlöffeln, die jemand in der Küchenschublade liegen hat. Also wir müssen viel stärker wieder in den Alltag der Menschen hineinkommen, die ganz viel Holz ja zum Teil haben, Holztische und sowas ähnliches, Möbel, und müssen das viel stärker ins Bewusstsein bringen. All das gäbe es nicht, wenn wir den Wald nicht nutzen würden. Und das muss man viel stärker ins Bewusstsein der Menschen bringen. Bauholz auch, aber wie gesagt, wir denken halt immer gerne sofort, natürlich auch, kann ich verstehen, sehr schnell in die Richtung Bauholz, aber wir müssen viel stärker in die alltägliche Nutzung des Holzes hineingehen. Und ich glaube, dann wächst auch wieder das Verständnis. Also da sehe ich uns mit dem Waldbündnis Baden-Württemberg auf einem guten Weg. Da sind eben die Nutzer jetzt zusammen und die Sägeindustrie ist auch dabei, also keine Sorge. Wie gesagt, aber die ist auch beim Waldbündnis dabei. Also von daher, wie gesagt, da sind wir auf einem guten Wege. Aber jetzt habe ich das ehrenamtliche Führungsprinzip verletzt und dem Vizepräsidenten das Wort abgeschnitten. Danke.
Ich weiß nicht, ob also einiges davon eben schon gesagt wurde. Und ich glaube, das mit Öffentlichkeitsarbeit, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich bin ja hier selber aus Freiburg und ich sehe, Freiburg sagt überall, muss mit Holz gebaut werden. Und da wird ja viel von Grede Nachhaltigkeit, aber sobald irgendwo ein Baum gefällt werden muss, kennen sich die Leute schon wollen, diese Sache nicht. Da haben wir im Endeffekt ein ähnliches Prinzip, wie ich jetzt auch, sag mal, was man generell in Landwirtschaft habe. Man redet von einer heilen Welt und beachtet nicht, wo die Sachen herkommen. Und so sieht es da auch aus. Man will hier die Bäume halten und will Holz bauen und das Holz soll dann von außen kommen und hier werden Wolken Kuxheim gebaut. Und das funktioniert ja am Schluss nicht. Und ich fand dieses Beispiel gerade eben mit dem Harvester eigentlich eine recht schöne Sache, weil viele verkennen, dass ja der Harvester auch wieder Biotope schafft. Und ich war letztes Jahr in Österreich unterwegs und da habe ich ein paar Schilder gesehen, die fand ich eigentlich ganz cool. Die sind gerade bei solchen Harvesterspuren gewesen. Und da wurde darauf hingewiesen, was das für Biotope schafft, für Gelbrochen, alles mögliche, dass immer wieder diese Störung mit reinkommt. Und dass der Wald, wenn der Harvester nicht durchgehen würde und man es nur mit Pferden raushöhlen hätte, weniger Lebensraum hätte. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo man vielleicht auch gucken muss in Sachen Waldbesitzer, wie wir es in Landwirtschaft letzte Zeit auch machen, aber wir müssen es auch stärker machen, aber in die Richtung auch an solche Stellen massiv Schilder aufstellen und es nutzen, dass die Leute den Wald als Erholungsraum nutzen wollen, ja, und dann eben gerade bei so markanten Sachen darüber aufklären. Die laufen dann vorbei und lesen diese Sache und da kann man auch weitergehen in Sachen, wie die Holzsache genutzt wird, was nur wird. Nehmen wir als Beispiel jetzt auch mehr, wenn man Sachen kauft zum To-Go-mäßig. Man darf kein Plastikgeschirr mehr verwenden, es darf keine Plastikgabel mehr sein. Was sind die Gabeln? Das sind alles Holzgabeln. Also auch wieder diese nachwachsende Rohstoffe und das weiter mit reinbringen, zusammen mit Bündnisseite her. Ich denke, wenn da jeder was macht und gerade die viel bewanderten Gebieten, Wutach wurde vorhin angesprochen, selbe Bereich, da wandere ich selber auch gern, habe diese Bestände dort selber auch schon anschauen können in meinem Privatzeit her. Wenn man diese Sache mitnutzt, erreicht man viel und ich glaube, da hatte Wald noch mehr die Vorteile, dass die Leute gern im Wald und im bergischen Bereich wandern. Was wir jetzt bei uns in Landwirtschaft in offener Fläche nicht ganz so stark haben und da ist dort einfach mehr Traffic da, nennen wir es einfach mal, und den muss man am Schluss nutzen, um sie mitzunehmen. Und da wäre für mich jetzt auch die Frage Richtung FVA, läuft da auch was Öffentlichkeitsarbeit? Wird da ein bisschen geforscht in diese Richtung her? Weil ich glaube, nur eine Bestandssache her, wie die Sachen draußen wachsen, ist schwierig, ja, oder ist wichtig, aber eben dieses nach außen treten, um dieses auch positiv zu verkünden, gehört für mich da auch dazu. Und das wäre jetzt die Frage, wo ich dann am Schluss bin. Bin ich die falsche Adresse? Das hätten Sie schon mitgekriegt. Ich bin so ein alter Holzförster. Ich gebe es auch zu, ich mag es immer noch, wenn es Rums macht, wenn ein Baum umfällt, wenn man fällt. Aber so komisch, zu Ihnen fände ich einen leichten Zugang, so komisch an die anderen Leute nicht dran. Merke ich auch bei mir in der Familie. Und ja, in der FVA gibt es da in der Zwischenzeit eine sehr aktive Truppe, die sich mit der Frage beschäftigt, wie reagieren die Leute auf was. Also die machen jetzt nicht gezielte Öffentlichkeitsarbeit, um irgendwas zu propagieren, sondern die gucken sich an, wie muss das machen, um an die Leute dran zu kommen. Ja, das findet statt und da passieren dann auch solche Sachen, die sagen dann, jetzt guck mal, Förster, wenn sie normalerweise auftreten und in der Zwischenzeit auch Försterinnen, die stehen für Leute so und so nah. Das kommt scheiße, ah, das müsst ihr anders machen. völlig, also da lernt man dazu. Das einzige Instrumentarium, das ich halbwegs beherrsche, ich schwätze halt mit den Leuten, wenn ich sie draußen sehe, das kennen sie alle machen. Sie kennen ihren Wald, das machen, was sie für richtig halten. Schwätzen sie mit den Leuten, die sie kennen. Sagen sie, du spinnst, sondern erklären sie, warum sie es machen. Das ist besser manchmal wahrscheinlich wie irgendwelche große Strategiekonzepte, wo sie an keinen Menschen drankommen. Das eine tun, das andere nicht lassen. Aber ja, mit der Sache muss man sich kümmern, weil der Wald gehört nicht der Förster und der Försterinnen. Ihnen gehört er, Ihr eigener Wald. Sie dürfen das machen, aber die Beamten und Verwaltungsangestellte sollten sich tatsächlich Gedanken machen, wie man es an die Leute drankriegt, für die man ja eigentlich schaffen will. Und da stellst du oft fest, du machst was, was die eigentlich wollen, aber die verstehen das gar nicht so. Und schlecht ist, wenn du was machst, was die gar nicht wollen. Das ist ganz blöd. Aber ja, doch, findet statt. Das ist... Das heißt, nennt sich Stabsstelle gesellschaftlicher Wandel. Das ist eine relativ große Truppe. Es sind überwiegend Damen, die aus dem Bereich Sozialwissenschaftler kommen. Eine super Truppe. Aber sie machen keine gezielte Öffentlichkeitsarbeit. Das ist nicht unser Geschäft. Ja,
Ja, dass man lernt, wie man das macht. Und ja. Vor allem auch, ja. Ich denke mal, Material bereitstellt. Aber und Faltblätter schreiben, kommen Sie heute niemand mehr dran. Leider, ja, aber aus der Zeit komme ich noch. Das muss anders gemacht werden. Ja. Ich hätte mal noch eine Frage, und zwar, wir sind ja bestockt jetzt gerade mit Fichtetanne, oder wie heißt es, Weißtannengebiet. Hat die FAA schon Erfahrungen, ich sage mal, Weißtanne, trockenresistent, Trockenstress, dass der Baum sagt, ich muss mich anpassen. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Wie weit können sich Bäume, wenn sie unter andere Bedingungen aufwachsen, anpassen? Man kann nicht davon ausgehen, dass wenn die alten Bäume, die dastehen, dass die Jungen genauso sind. Das ist, also vorsichtig mit Vermenschlichungen, aber das ist bei vielen Organismen so. Die Älteren sind gut angepasst an die Verhältnisse, in denen sie aufgewachsen sind, tun sich aber schwer mit Veränderungen. Die Jüngeren sind nicht angepasst, aber sehr anpassungsfähig. Es hat auch ein bisschen was mit diesem blöden Wort Epigenetik zu tun. Das weiß man, dass Organismen in der frühen Entwicklungsphase sich, die haben eine große Bandbreite eigentlich zur Verfügung und da wird nur ein Teil abgerufen am Anfang. Und da passen die sich dann an. Und wenn natürlich junge Bäume unter etwas trockeneren, wärmeren Bedingungen aufwachsen dieser Art, dann können sie sich wahrscheinlich besser mit umgehen wie die alte Hansel an diesem Standort, weil sie einfach andere Teile ihres Genoms aktiviert. Das ist allerdings nur begrenzte Bandbreite. Ja? Also ich bleibe dabei, auch wenn diese Anpassungsfähigkeiten da sind, aus der Fichte werdet sie keine wärmetrockenheitsliebende Baumart kriegen. Wir machen den Versuch seit 200 Jahren im Neckarland, im Colliner Bereich. Ich sage es Ihnen, die Fichte mag jetzt bis heute nicht. Also da ist was drin. Allerdings, die schlechte Nachricht ist, mir bildet ja dieses Verbreitungsgebiet von Bäumen. Ich habe es Ihnen vorher mal beschrieben. Man guckt, an welchem Punkt kommt Baumart vor, wie ist die Temperatur, wie ist der Niederschlag. Und dann kriegt man so eine Vorstellung, in welchem Bereich die Baumart vorkommt. Wenn wir das bei Buche machen, dann gucken wir uns Buche vom südlichen Apennin bis nach Norddänemark an und tun so, als ob jede Buche das hinkriegt. Natürlich sind die im Süden anders angepasst als die im Norden. Das heißt, wenn wir die reine Artverbreitung über Temperatur und Niederschlag machen, dann überschätzen wir eigentlich die Anpassungsfähigkeit. Auf der anderen Seite tun wir überhaupt nicht abbilden, was passiert, eine Baumart, die hier ein alter Baum ist, jetzt als junger Baum hinkommt. Das, was wir gerade eben haben, die Anpassungsfähigkeit, die unterschätzen wir. Und im Moment gehen wir davon aus, dass die zwei Sachen sich so in unseren Modellen aufheben. Da ist was drin, was Sie ansprechen, ganz bestimmt, aber es bestehen keine Wunder. Man sieht es also zum Beispiel, wenn man das Weißtannengebiet so in den südosteuropäischen Teil bis nach Kleinasien geht, die Tanne, die kommen mehr mit Trockenheit und Wärme klar. Und noch besser kommen diese kleinasiatischen Tannenarten, Nordmann-Bonn-Müller-Troja-Tanne hin, die mit unseren locker bastardieren. Deshalb glaube ich, wenn man so guckt, was sind so Nadelbaumarten, die Zukunftsperspektive haben, viel mehr als Richtung Zeder. Ich glaube, dass diese kleinasiatische Tannenart, da ist einiges drin. Wir kennen es halt im Moment bloß als Weihnachtsbaum natürlich. Aber die haben natürlich einiges drauf. Sie bastardiert auch locker mit Abies alba. Die eine findet es gut, die andere findet es schlecht. Ich finde es gut, weil das die Anpassungsfähigkeit erhöht. Aber das kann man auch genauso gut anders sehen. Deshalb glaube ich, da tut sich doch was. Also so ganz würde ich die Gattung Tanne und die Weißtanne nicht abschreiben, aber sie wird nicht auf großer Fläche so bleiben, wie sie ist. Sag schade. Ja, jammer schade, jammer schade. Natürlich immer besorgt. Ah, ja, klar. Also es dreht sich jetzt, ich habe mir jetzt Gedanken gemacht. Wir sprechen von Sturmwurf bei Tanne, Fichte, vielleicht auch Douglasie noch. Und dann pflanzen wir wieder Fichte nach Fichte oder Tanne nach Tanne. Ich selber bin jetzt ein Spezialbetrieb, wir haben einen Spezialbetrieb. Wenn zu mir ein Kunde kommt und will bei mir einen Nussbaum kaufen, ist die erste Frage, stand da schon ein Nussbaum? Wenn die Antwort heißt ja, dann sage ich, gib mir das Geld, ich versauf's, dann haben wir keinen Ärger. Ja. Also muss nicht da auch großflächig darauf aufgepasst werden, dass wo Fichten gestanden ist, eine andere Baumart hinkommt. Baumart nach Baumart funktioniert nach meiner Meinung nach nicht oder nicht gut.
Also in dem Umfang, wo man das tun kann, ist das bestimmt hilfreich, weil die Pilze im Boden schießen sich auf eine Baumart ein und andere ist dann meistens nicht ganz so empfindlich. Dass man echte Fruchtwechsel hinkriegt wie in der Landwirtschaft, zumindest wie das in der Zeit, wo ich noch in der Landwirtschaft war, findet ja heute auch nicht mehr statt. Heute kommt auf Mais in der Regel Mais. Das wird man so nicht hinkriegen, aber man kriegt es schon, indem man die Mischungen verändert. Also in die Richtung kann man was tun. Was die Baumader anbelangt, Baumader ändern, komme ich jetzt zum Schluss noch mit einem Gedicht. Das ist mir irgendwann über den Weg gelaufen. Der Verein für Standortskunde bei irgendeiner Jahrestagung in den 70er Jahren. Jetzt, Sie wissen, wo St. Blasien liegt, ja? Wissen Sie, wo Niefern liegt? Niefern Öschelbronn bei Pforzheim. Muss man wissen für das Gedicht. Also das geht so. Zwischen St. Blasien und Niefern, glaubt man alten Schriften, pflanzten sie ein Meer von Fichten. Kaum noch Buchen, Tannen, Kiefern. Heute pflanzen wir vermehrt, eines Besseren belehrt, zwischen Niefern und St. Blasien. Du Glasien. Ja. Also man sollte es dann auch nicht übertreiben, aber so, also so komplett Baumart ersetzen, bestimmt keine gute Idee. Aber die Mischungsanteile verschieben ist eine richtig gute Idee. Also nicht auf Fichte, reine Fichte, sondern dann Fichte mit was anderem oder Fichte nur noch beigemischt. Ich habe eine Frage, und zwar hat mir das sehr gut gefallen mit Ihrer Stabstelle, gesellschaftliche Veränderung. Und der Herr von der Rechts hat es vorher schon gesagt, hier sitzen alle, die mit der Materie zu tun haben. Aber wir leiden eigentlich besonders darunter, dass die Politik auf die hört, die mit der Materie relativ wenig zu tun haben. So, und ich sag mal, wir haben es bei der Pflanzenschutzmittelreduktion, haben wir das Problem. Und unsere Umweltschützer diskutieren auch über Stilllegungsflächen und Nichtheizen mit Holz. Wie sehen Sie da die Entwicklung im gesellschaftlichen Umfeld und vor allem in der Politik? Und sehen Sie da Ansätze, um die Politik vor Fehlentscheidungen ein bisschen zu bewahren? Es kommt jetzt darauf an, was Sie für eine Fehlentscheidung halten. Weil das, was ich für eine Fehlentscheidung halte, halten andere halt nicht für eine Fehlentscheidung. Das ist in diesem Lande halt so, das tariert sich ein bisschen aus. Und wir erleben halt im Moment gerade was, also ich habe es ja bei mir selber mitgekriegt, die Schwerpunkte haben sich verschoben. Früher haben Leute, die sich für Naturschutz interessiert haben und versucht haben, Politik zu beraten, die sind als Idioten abgeschmiert worden. So ganz unter ferner liefen 60er, 70er Jahre. Die hatten im Prinzip das Problem, das wir jetzt haben. Wir kommen nicht mehr richtig dran an die politischen Entscheidungsträger. Sie kommen an ihre Gemeinderäte und ihre Bürgermeister kommen sie dran, machen sie das. Denn die haben einen Haufen nachher bei der politischen Entscheidungsfindung zu tun. Machen sie das auf jeden Fall. Das ist gerade ein bisschen in ungünstige Richtung von uns ausgeschlagen. Mich persönlich ist so, wie ich angefangen habe, war schon als Förster automatisch bei den Guten. Heute bist du automatisch bei denen, die erstmal erklären müssen, dass sie was nicht kaputt machen. Ich bin sicher, das kippt auch wieder zurück. Wir sind noch nicht so extrem. Politikerinnen und Politiker bei uns sind in der Regel gewillt, gute Entscheidungen zu treffen. Natürlich hören sie überwiegend, was die Mehrheit will. Das ist so in dem Geschäft so. Aber absichtlich Scheiß bauen tut da niemand. Also, soweit ich das kenne, das Idiotenprozent ist dort so hoch wie bei uns auch. Sind wir mal ehrlich. Aber deshalb gehen Sie an die politischen Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen dran, auf die Sie Zugriff haben. Das sind bei Ihnen Gemeinderäte und Bürgermeister. Und schwätzen Sie ansonsten mit den Leuten und ich bin sicher, dann wird das Gewicht liegt im Moment gerade mehr auf Schutz und sonstigen Funktionen des Waldes. Aber solange man da nicht ganz unter die Räder kommt, kommt es auch wieder zurück. Und jammern hilft da gar nichts. Also jammern hilft da überhaupt nichts. Das ist halt einfach so. Sehen Sie jetzt ganz konkret die Gefahr, dass jetzt von Waldfläche einfach auch da oder der Mufti bestimmte Dinge stillgelegt werden muss? Also ich kann mir gut vorstellen, dass im Bereich vom öffentlichen Wald sowas passiert. Ja. Ja. Das wäre auch gut. Ja. Das Gute ist, ich meine, im Gegensatz zur landwirtschaftlichen Fläche, sind wir mal ehrlich, ein stillgelegter Wald kannst du relativ schnell wieder aktivieren. Wenn du den Acker stilllegst, wenn halt der Wald raus wurde, ist dann eine ziemliche Kugelfuhr, bis du ihn wieder als Acker benutzen kannst. Im Wald ist eigentlich nur das mal leer, das Holz ist in der Zeit halt und das Einkommen für sie ist in der Zeit halt weg, bis man vielleicht wieder ihn aktiviert. Da sehe ich im Moment schon ein Risiko drin, ja. Ich glaube und ich befürchte, dass es sich überwiegend im öffentlichen Wald abspielt. Das halte ich nicht für eine gute Idee, aber so wird es halt sein. Ich würde es als Politiker oder Politikerin so machen, weil da ist der Widerstand kleiner.
Der hätte mir alles so machen, wenn wir ehrlich sind. Ich würde gerne noch auf den Punkt zurückkommen, der vorhin genannt wurde, als es um den Harvester ging. Ich fand es sehr spannend, dass der eventuell auch neuartige Biotope schaffen kann im Wald. Was ich jetzt aus mehreren Informationsquellen auch schon mal an mich herangetragen wurde, war, dass der Harvester in der Kritik steht, weil er den Waldboden durch sein hohes Gewicht verdichtet und in der Folge der Waldboden deutlich weniger Wasser speichern kann, was dann eventuell im Hinblick auf den Klimawandel mit sehr Trockenstress bedachten Jahren zum Problem werden kann. Da würde mich eine Einschätzung interessieren. Das trifft 100% zu. Das ist aber nicht ein Problem vom Harvest, das ist ein Problem von jeder Maschine. Das hat was mit dem Bodendruck zu tun. Das muss gar nicht so gigantisch schwere Maschine sein. Es gibt Böden, die sind sehr empfindlich. Also wenn ganz viel Schluff drin ist, die sind ganz druckempfindlich, weil die Pore gleich zu sind. Dann gibt es Böden, so Grußböden im Schwarzwald oder Kiesböden im Rheintal. Da kannst du x-mal drüber fahren. Aber ein großer Teil der Böden in Baden-Württemberg ist befahrungsempfindlich. Wenn du ein- oder zweimal drüber gefahren hast, sind die Grobpore weg. Und es braucht Jahrzehnte, bis sie wiederkommen. Also da kommt man nicht drum rum, das tun auch leichtere Schlepper, helfen da nicht raus. Die Lösung, die man hat, weil dieses Holz ja nicht aus dem Wald rausfliegt, ist zu sagen, wenn das so ist, dann wird die Befahrung mit Maschinen, egal welcher Couleur, strikt auf bestimmte Linien beschränkt, auf diese Rückegasse. Und deshalb fahren die da auch immer. Und deshalb sieht es nach kurzer Zeit auch furchtbar aus. Allerdings hat die Tiefe der Gleise, die man da sieht, mit den Druckschäden am Böden relativ wenig zu tun. Also ob da tiefes Gleis ist oder niedriges Gleis ist, egal, wenn da zwei, dreimal ein Schlepper drüber war, schwere Maschinen, ist es passiert. Da kommt man nicht drum rum. Ich würde Ihnen gerne was anderes erzählen, das passiert. Und deshalb ist es so wichtig, dass diese Maschinen immer auf den gleichen Linien fahren. Und dann lieber furchtbare Gleister anrichtet, als einen Meter oder zwei daneben eine neue Linie machen. Deshalb findet es so statt, weil eben dieses Holz nicht aus dem Wald rausfliegt. Das Rücken mit Pferden ist keine Lösung, weil das Holz kriegt sie gar nicht raus. Ich habe mal in meinem Praktikum habe ich im Gemeindewald Löchgau gemacht. Da waren noch ein paar Landwirte dabei, die haben die Zeit erlebt, wo da halt die dicke, das war ein Laubholzgebiet, wo die dicke Bäume halt mit Pferd und mit Kier aus dem Wald rausgeschafft wurden. Dann haben sie mal gefragt, wie man das gemacht hat. Und er sagt, das war ganz einfach. Da hast du vier Pferd vor die dicke Eiche gespannt und dann hat man dann ein Feuer unter das Bauch gehalten und dann Handy anzogen. Daher kommt übrigens Feuer unterm Hintern machen. Also das geht nicht. Das war eine Tierquälerei vorwärts bis rückwärts. Die dicke Bäume, die man heute im Wald hat, kannst du mit Pferden nicht rausholen. Das geht in Jungdurchforstung und so, in bestimmten Umfang, da wo Leute da sind. Das macht eine gute Idee. Das ist eine der Tasten am Klavier, die man spielen kann. Aber wer Holz machen will, kommt um das Fahren mit Maschinen nicht drumherum. Und deshalb die Lösung ist, auf den Wegen, auf diesen Rückegassen bleiben und diese Linienschäden tolerieren. Die haben mit der Wasserrückhaltung auf der Fläche relativ wenig zu tun, wie sie auf der ganzen Fläche rumkurgeln lassen. Und dann hat man das Problem auf der ganzen Fläche. Ja. Da würde ich gern was anderes erzählen, aber das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Es gibt ja auch meinetwegen, gerade mit der Harvester, die Raube, wo die haben. Die haben so eine lange Raube. Und mit Gummibesatz und. Gerade in Skandinavien habe ich das schon gesehen. Ne? Also man kann technisch ganz viel machen, dass die oft und oft und oft auf diesen Gassen fahren können. Da bleibt man nennt es die technische Befahrbarkeit. Die kann man richtig gut erhalten, aber auch die mit den Bändern machen Druckschäden. Ganz klar. Eben, aber da kommt man leider nicht drum rum. Ja. Oder wenn es dementsprechend nass ist. Ja. Wenn da mal kurz die Dinge, dann macht er halt einmal ein Loch. Eben. Was wichtig ist, auf einer Seite hat man die Bodenschäden, was die Schäden an den Bäumen anbelangt, also so, wenn fällende Bäume, Rinde runterreißen und so, das ist mit den Harvestern natürlich viel, viel weniger. Oder wenn ich bereits Verjüngung da habe und ich die Bäume nicht durch die Verjüngung rauszerren will, dann kann ich mit dem Harvester rausheben. Also die Bestandesschäden an den Bäumen, den Beständen sind mit den Maschinen geringer. Die Bodenschäden sind da, egal ob Sie leichte Schlepper oder schwere Maschinen nehmen. Das sieht bei schweren Maschinen wirklich schlimmer aus, aber von der Bodenphysik her, von der Wasserhaltefähigkeit her, ist der Schaden auch mit leichten Maschinen bereits nach zwei, dreimal drüberfahren passiert. Und braucht ein paar Jahrzehnte, um sich wieder zu erholen. Früher hat man gedacht, das geht gar nicht, das stimmt nicht. Das nach einigen Jahrzehnten tut sich was. Technisch mit Umflügen und so tut sich gar nichts, weil da erstmal wieder die Bodenlebewelt rein muss, die Grobporen dann wieder macht. Und erst wenn die da ist, dann ist wieder die volle Wasserhaltefähigkeit da.
und deshalb auf diesen Gassen bleiben. Das ist auch, also mit Ausnahme vom Privatwald ist das auch verbindlich geregelt und im Privatwald macht man es aus Eigeninteresse schon. Glaube ich. So, wir haben jetzt bald 9:30 Uhr, das heißt, wir sind bald schon 2 Stunden hier. Ich würde sagen, wenn jetzt noch 1 oder 2 brennende Fragen da sind, dann stellen Sie die gerne noch und dann kommen wir aber langsam zum Ende. Mein alter Chef, Professor Witte an der Uni Freiburg, der hat Waldschutz gemacht, bei dem habe ich Borkenkäfer gemacht. Ich habe übrigens früher ganz viel mit Borkenkäfer gemacht. Meine Dis und Habil sind alle in Borkenkäfer. Der hat am Ende von der Vorlesung immer gesagt, gibt es noch Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Also wenn Sie nichts Dringendes haben, würde ich jetzt sagen, haben Sie noch Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Ich freue mich, dass Sie heute Abend da waren und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich habe jetzt einen, der ist nicht aus dem Schwarzwald, so weit sind wir zum Glück noch nicht. Es hat mich doch ein bisschen schockiert zu sehen, wie weit die Temperaturen sich dann auch in den Höhenlagen ändern. Aber Gott sei Dank ist es ja noch nicht so. Er kommt vom Rand vom Schwarzwald. Ich hoffe, Sie klingen gut.